Hallo zusammen! So, Lukas da, Memo, Sauerkraut. Hallöchen! Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt die Woche gut überstanden. Hier war am Wochenende. Sehr geil. Irgendwie stehen gerade wieder Haare. Die Haare machen, was sie wollen, Leute, ich sag's euch. So, jetzt besser. Ja. Geht's euch gut? Das wird wahrscheinlich antworten können. Ja. Für Selbstgespräche, ja. Jo, passt und selbst. Jo, passt auch. danke, dass doch jemand geantwortet hat. Ja, war heute ein bisschen stressig, muss ich sagen. Irgendwie ist bei uns vorhin noch so die Telefonanlage, also der Arbeit ausgestiegen. Das war jetzt gerade noch so ein bisschen. Aber ja, jetzt fange ich auch noch eine halbe Stunde früher an zu streamen. Aber es hat jetzt gerade so alles noch hingehauen. Immer noch und erst recht, wenn Schnee angesagt ist. Ja, nee, ich bin froh, dass bei uns, also weil Roxanne hat mir gerade vorgelesen, dass sie irgendwie für den Norden Deutschlands irgendwie fürs Wochenende recht starken Schnee gemeldet haben. Und ich so, zum Glück sind wir nicht im Norden Deutschlands. Was sagst du jetzt eigentlich auch zur ProSieben-Sache? Tut mir echt leid, dass sie nicht. Du, ich find's gar nicht so schlimm. Ich sag mal, im ersten Moment habe ich mich auch geärgert, weil ich mir denke, ja, dann sollen sie halt sagen, dass sie es nicht benutzen. Das Material ist ja dann kein Stress, aber dann extra sagen so, ja, sie melden sich wegen dem Ausstrahlungstermin und bliblablub. Ja, ist ja. Also ich sag mal, mich hätte es gefreut, aber es ist jetzt nicht dramatisch, dass ich nicht drin war. Ich habe gestern hab ich mich kurz ein bisschen geärgert und habe gedacht, ja, fuck it, dann halt nicht. So, bin bereit. Sehr gut, sehr gut. Der Beitrag war auch echt ziemlich schlecht. Habe mich da im Discord schon. Ich hab's gelesen, so ist es nicht. Ich habe nur nichts dazu gesagt, aber ich hab's gelesen. Ich sag mal, immerhin war er relativ positiv. Im Allgemeinen, sage ich jetzt mal, sie hätten ja auch Twitch, sage ich jetzt mal, ziemlich negativ dastehen können. Und ich fand, sie haben es aber im Allgemeinen doch recht positiv dargestellt. Auch wenn es halt sehr, ja, oberflächlich und so war und ein bisschen, naja. Ich fand es auch, sie haben halt auch irgendwie die ganze Zeit die gleichen Clips gebracht, ne? Habe ich ja auch gedacht, naja, da hätten sie halt, sie hatten ja definitiv mehr Clips, weiß ich ja, weil sie auch was von mir zum Beispiel hatten und bestimmt auch noch von vielen, vielen anderen Leuten. Hätten sie da halt einfach ein bisschen mehr bringen können, auch so einfach nur in diesen Zwischendingern, aber. Ja. Hast jetzt einen Konditor hier im Chat? Ja, um Gottes Willen. ich finde, der Sprecher der Beiträge hat immer so einen leicht belustigen Unterton. Ja, das ist ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht sieht das dann doch irgendwie als Konkurrenz. Und ja, wir haben uns ein bisschen drüber lustig. Was heißt lustig gemacht? Das hört sich so böse an. Wir waren ein wenig belustigt, sagen wir es so, weil sie hatten ja, ich weiß nicht, wie der heißt, aber den Landwirt, den sie ja auch größer vorgestellt haben, der hat dann so gemeint, so ja, solange der Stream sich von alleine trägt. Oh, ja, ich glaube, der macht ein bisschen mehr, als sich von alleine tragen, aber ist schon okay, wenn man das im Fernsehen so sagt. Hab nichts erwartet, noch weniger bekommen, Fernsehen ist einfach Schmutz. Ja! Wir haben es auch so, das war so, vor allem, was ich dann so, es war ja wirklich das Letzte, also, das war das Letzte, nein, also es ist ja als letzter Beitrag sozusagen drangekommen. Und dann musste man sich die vorher auch anschauen, die haben wir so, naja, haben uns halt unterhalten, aber ja. Ja, sei es wie es sei, schade, so an sich, aber es ist halt so, ja, also wie gesagt, ist nicht schlimm. Der Mikro ist sehr empfindlich, hört dich mega laut, ja, musst du leiser stellen. Mein Mikro ist eigentlich so eingestellt wie immer. Sabrinchen, hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Denke, von hinten lebt ziemlich komfortabel vor Stream. Ach, so heißt der. Ja, ich weiß doch, ich kenne doch die Leute immer nicht. Aber ja, denke ich auch. Ja, da ist bitte ein. Ja, sehr gut. Gut, ja, mir geht's auch gut. Schön, dass dir auch gut geht. Vor allem habe ich mir erstmal den ganzen Rotz. Das meinte ich ja richtig so. Man musste sich erst alles vorher angucken, was halt so kam mit der Glaszeugs und was weiß ich was alles. Bis dann das gekommen ist, was einen überhaupt interessiert hat und dann war es trotzdem so. Naja, aber wie gesagt, ist nicht schlimm. So. Wir machen ja heute eine Donauwelle. Ja. Okay, danke. Ja, wir haben nämlich vorhin noch, weil ich hab hier so eine kleine Backform, die ist aber hervorragend. Deswegen, also ich mache jetzt kein ganzes Blech an Donauwelle. Und ich habe jetzt gerade nämlich nochmal kurz, ich habe ein iPhone und die haben so eine App
die heißt Maßband. Und die habe ich gerade noch benutzt, weil ich nicht genau wusste, wie groß das ist. Und dann hat Roxy gemeint, ja, denn ich kann sie auch dein Handy als Anhaltspunkt nehmen. Ich sehe, keine Ahnung, wie groß mein Handy ist. Ich bin bei sowas richtig, richtig schlecht, was so Maße schätzen oder sowas. Ganz, ganz grausam. Was geht's eigentlich? Es gab gestern von Galileo einen Beitrag, auch über Twitch. Und ich hatte da unter anderem einen Clip zur Verfügung gestellt, die hat mich angeschrieben. Und jetzt haben ein paar Leute, ich auch, halt jetzt eben gestern diesen Galileo-Beitrag über Twitch angeguckt. Darum geht's jetzt gerade noch so ein bisschen. Ja, Maßband-App, ja, die ist von, also so eine vorinstallierte App, genau. Das ist erst auf den Support-Artikel gepostet. Dein Ernst? Okay, ja. Aber es hat funktioniert. Also ich würde behaupten, die Maße passt, weil ich habe ja extra halt auch so ein Rezept, was auf diese Maße sozusagen abgestimmt ist, sage ich jetzt mal. Und das wäre jetzt irgendwie doof, wenn es jetzt dann doch zu groß ist oder sowas. Und dann haut das alles vorne und hinten nicht hin mit den Angaben, wisst ihr? Schießen. Und ich habe, ja, ist nicht schlimm. Also wie gesagt, das war kein wirklich gut. Also, der war okay, der Beitrag. Es war halt alles recht, wurde alles recht oberflächlich behandelt. Es wurden wurden ein bisschen detaillierter vorgestellt und sie haben halt alles so ein bisschen angeritzt. Aber ich sag mal, wenn du selber auf Twitch unterwegs bist, dann weißt du das schon alles, was die erzählt haben. Und das war halt so, ich würde sagen, weder positiv noch negativ. Er war relativ neutral. Ja, genau. Aber jetzt nicht so ein richtig geiler Beitrag, sag ich jetzt mal. In der Kürze der Zeit, dass sie... Ja, ist richtig, es waren ja, ich weiß gar nicht, 20 Minuten circa, wo sie darüber berichtet haben. Also jetzt nicht so eine komplette Sendung oder sowas über Twitch, also... Aber ja, genau. So, da haben wir jetzt noch kurz drüber schnacken müssen. Okay, und zwar, ich fang einfach mal an. Ich habe nämlich auch extra ein bisschen früher angefangen, weil das Ding bei der Donauwelle ist, es muss ja immer alles zwischendurch abkühlen. Und ich bin heute später, fahre ich nämlich mit meiner Schwester noch zu meinem Papa, deswegen... Dass wir das auch alles in der Zeit schaffen, habe ich mir gedacht, fangen wir lieber eine halbe Stunde früher an. Okay, also wir brauchen für den Boden 125 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker. Oh, dann nochmal Vanille. Ach, Vanillezucker. Ich war schon wieder beim Puddingpulver. Ein bisschen Backpulver, Kakao, Milch und Kirschen. Gut. Mit Gefühl. Ja, da. Also am Schluss ist relativ viel Werbung gekommen, ne? Ah, komm, Blondie, vielen, vielen lieben Dank für deine Resub. So, damit ist das Wichtigste Mo auch geschafft. Super toller Content, den du so machst. Oh, danke schön. Das ist aber lieb von dir. das ist ja eine Sandmasse sozusagen. Ja. Hier, wichtigste Sachen zuerst. Ne, du kommst an die Tafel. Ist wieder ein ewig langer Name. Ich muss kurz gucken. So, wir haben alle Farben schon einmal. Dann wirst du rot. Ich mach dich rot. 2a. Okay. Und die sind alles Nuller, ne? Nee, kann ich. Ah. Ah, ich bin schon fertig, bist du. Ja, ich hab doch Nein gesagt. Er fragt mich, ob er es mir diktieren soll. Und ich so, nein. Und er diktiert es mir trotzdem oder buchstabiert es mir. Und ich so, ja, ich bin schon fertig. Ah. Gedankenspiegel, hallo. Ja, yes. Ach, ein Chaos wie immer. Naja, so, ich habe schon wieder alles vergessen. Mit was fangen wir denn an, Leute? Also, für den Boden. Butter mit Zucker cremig schlagen. Eier nach und nach dazugeben und weiter schlagen. Okay, ich war schon wieder begeistert, als ich gesehen habe, weiche Butter. Mensch, Roxen, hör zu, was die Frau sagt. Ja, richtig, richtig. Ich habe die gerade noch kurz auf die Heizung gelegt, aber von weich kann man trotzdem nicht reden. Butter mit Zucker. Nee, das mache ich nie. Ja, das ist richtig, korrekt. Du hast es erfasst. Oh, wisst ihr was? Ich habe ja nochmal geguckt, weil wir ein paar Mal das Thema hatten, hier mit den Aufsätzen. So, jetzt geht es nicht auf. Der Vorführeffekt. Jetzt. Ich habe dieses Rührding. Weil ja manche gesagt haben, dass das, was ich sonst immer benutzt habe, dass das eher für, ja, so zum Schaum aufschlagen und so weiter ist. Ich habe dieses Teil, also wir benutzen das jetzt mal. Ja. Ach, hat die Dame wieder mal vergessen? Ja, wie gesagt, ich hatte noch voll den Stress in der Arbeit. Das war jetzt alles recht hektisch. Ich habe die vor, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas erst aus dem Kühlschrank genommen. Klassiker, ja. Dixie kurz. Ich habe keine Mikrowelle.
Ich habe keine Mikrowelle. Deswegen habe ich sie kurz auf die Heizung gelegt. So, ist halt die Frage. Aber wenn wir die jetzt in den Topf machen und schmelzen, ist es halt wahrscheinlich auch nicht richtig, weil sie soll ja weich und nicht flüssig sein. Oh, ich sag's euch, das sind die Dramen des Kuchenbackens. What the fuck, ist das dein Ernst? Zum Glück hab das jetzt nur ich gehört, ey. Das sind die hervorragenden Vorschläge, Leute. Wisst ihr, was er gerade zu mir gesagt hat? Ich kann die Butter ja ausbrüten. Ich kann die auf den Stuhl legen und mich draufsetzen. Sag mal. Oh, bin ich hier gelandet? Ja. So, ich muss mal kurz Platz schaffen. Also, ich muss mal kurz, wie weit müssen wir die... Wobei, ich schiebe das, glaube ich, ein bisschen rüber, weil das Mikro heute wieder relativ nah steht. So. Okay, und das Mikro schiebe ich schon ein bisschen zur Seite. Ich muss kurz ein bisschen umräumen. Okay. Ja, wenn nicht, mute ich mich dann einfach, wenn es zu laut sein sollte. In den Ofen. Sollen wir die noch in den Ofen packen? Oder sollen wir es einfach... Ey, ist halt schon sehr hart, ne? Ja gut, dann packen wir die Butter jetzt noch kurz in den Ofen. Aber nur kurz, ne? Sonst nicht mehr, dass mir jetzt alles im Ofen dann zerläuft. Oh, ich hab dich mal... Ich muss mal kurz noch ein Blech holen. Ja, ich bin da. Okay, also ich packe jetzt kurz die Butter hier drauf. Roxen kann die Butter auch mit den Händen weich kneten. Ich schlag sie mit der Maschine weich. Ja, aber das ist ja das, die bleibt dann immer hängen. So. Also ich habe die jetzt auf 150 Grad, das ist wahrscheinlich viel zu warm. Aber dann sagen wir mal kurz so 2-3 Minuten, das ist zu lang, ne? Ja, wobei, er ist ja noch nicht vorgeheizt. Also er heizt ja jetzt erst vor. Ja, es ist 43. Sagen wir bis um 45 und dann nehmen wir es raus, oder? Das sind 1,5 bis 2 Minuten, ne? Ja, und dann schauen wir mal, wie weich sie geworden ist, genau. Heieiei. Ja. Ja, Stress pur hier. Stress pur. Mhm. Nee, so genau habe ich dir nicht zugehört. Das ist dein scheiß Ernst, alter Schäde. Ja, du schaust wahnsinnig gestresst aus, ja. Bin ich auch hier. Mhm, ich ziehe mir währenddessen auch noch ganz schlechte Sprüche von Roxen rein, die ihr zum Glück nicht hört. Schlimm, ich sag's dir. Schlimm. Okay, also. Ja, das ist richtig. So, irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie hängt das hier immer gerade so ein bisschen. Ich weiß auch jetzt. Es braucht immer so ein bisschen. Manchmal hängt sich das hier irgendwie ein bisschen rein. Okay. Also, wir können ja aber Zucker schon mal abwiegen, ne? Ja, Butter und Zucker. In einem Schüsselchen. So, dann stellen wir die Waage mal auf 0. Wir brauchen 100 Gramm Zucker. Ich habe es so toll aufgeräumt, aber jetzt wird es dann, glaube ich, voll doof, wenn ich... Ja, jetzt ist dann der Zucker leer, jetzt muss ich den dann auf ganz hinten die neue Packung suchen. Nicht ganz so cool. Oder mit Zucker, ganz genau, genau so. Hey, warte kurz, ich muss die neue Packung Zucker holen. Was? Ach. Ja. Nika, ich musste übrigens dann doch den WoW-Stream nochmal
Schnelllauf noch anschauen, weil du das englische Rezept ziemlich abgeändert hast. Ich esse lieber so, wie bei dir nachkoche. Ja, ich habe ja, das war ja das mit der Wurst. Diese Grützwurst oder wie die hieß, die habe ich ja nicht bekommen. Und ich habe ja dann, ich hatte so eine Salami, glaube ich, in der Art, ne, die ich benutzt habe. Ja, es ist, das stimmt. Ich habe da einiges abgeändert. Moritz, hallo, Kochsalami. Ja. Nein, jetzt ist die Waage ausgegangen, alter Schwede. Wir waren ungefähr. Ja, fuck it. Oh, Mann. Okay, wir machen das anders. So. 83. Was? Ja, so 106 Gramm Zucker. Jetzt müssen wir nach der Butter schauen. Wenn heute Abend keine Bilder kommen, ist es nicht gelungen. Ja, ist echt so. Ja, vor allem der Plan war ja eigentlich, jetzt den Kuchen zu backen und dann mit zu meinem Papa zu nehmen. Weil da bin ich ja zum Essen eingeladen und quasi dann als Nachtisch den Kuchen. Weil das wäre auch hervorragend, weil dann ist er auch gleich wieder weg. Dann esse ich ein Stück und nicht das ganze Blech. ja, ich hoffe, das haut zeitlich halt alles hin. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ja. Guten Tag, hallo Saber Rider. Nee, ich meinte mein... Okay, sorry, ich habe nichts gesagt. May schmeißt den Stream an. Ja, genau. So, also die Butter. Wo sind meine Handschuhe? Boah, die ist wirklich ein bisschen chaotisch, ne? Wahrscheinlich. Oder sie ist mir jetzt auf dem Dings zerlaufen. Ah ja, die Leute. Das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Ja. So. Boah, schmeckt Butter eklig. Ja. Also Leute, wir machen jetzt hier die Butter dazu. Die schon jetzt leicht angeschmolzen ist. Das sind 65 Gramm. Ja! Und jetzt, ich tropfe hier gleich wahrscheinlich alles voll. Och man, ich brauche. Ja, natürlich habe ich die ganze Butter da rein. Wir brauchen die. Ja, wir brauchen viel Butter heute. Hätte ich auch gar nicht technische Equipment vor. Was May macht für uns drei Privatveranstaltungen? Ja, nur ein Handy, Mayo, das hast du bestimmt. WoW-Rezept hört sich einen klebrigen Spinnenkuchen an. Nee. Rationen aus der Eisenschmiede. Das sind. Ja, das kann man schlecht beschreiben. Das sind Brote mit einer Mischung aus Kochsalami. Also, ich habe Kochsalami benutzt und Bier und Stärke und so weiter. Und am Schluss wird das mit Käse überbacken. So kann man es, glaube ich. Mehr oder weniger Fett mit Salz auf Brot. Genau das. Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Jetzt ist sie schon wieder, aber es waren 65 Gramm. Die Waage geht die ganze Zeit aus. Ich bin der zu langsam. So, das sind 40, dann sind wir bei 105. Ah. 56. Ja, das passt eigentlich recht gut, ne? Bisschen, das passt. Okay, dann packe ich die Butter jetzt nochmal weg. Oh, es ist so eine Sauerei. Ich muss mich erst die Hände waschen. Das ist so eine Sauerei. Ich hasse es, so Butterhände zu haben. Ah. Okay, May bringt es wieder auf den Punkt. Ist halt echt so. Vor allem der Cheddar macht das echt salzig. Ach, ich finde... Ich finde Cheddar gar nicht so salzig. Er ist halt, er hat einen deftigen oder ja, einen stärkeren Geschmack als halt jetzt so anderer Käse. Aber ist eigentlich ganz geil. So, das passt, weil das Bier, das hat ja auch ordentlich Geschmack. So, das braucht man dann schon. Schottnamel, Hallöchen. So, Bier. So, jetzt fangen wir mit Rühren an. Ja, ich habe bis jetzt dreimal mit Bier gekocht und immer Dosenbier gekauft, weil ich jedes Mal beim Aldi war.
und die immer nur Dosenbier hatten. Es hängt trotzdem aus. Ich kann auch nichts dafür. Hieß das echt nicht? Was? Haggard mit Schaf und so weiter? Nein. Ja, es hat sich halt schon wieder alles. Ich habe heute das gute 5-Corner Festival-Dose. Oh! Kann ich den Clip von hier? Nee, ist es kein. Was? Gibt es einen Clip? Nein! Von mir? Ein Clip mit Dosenbier? Den kenne ich nicht. Wahrscheinlich besser so, oder? So, ich muss trotzdem. Es ist zwar relativ weich, aber. Es hängt sich trotzdem. Ach so, ihr seht es gerade gar nicht, Leute. Sagt doch was. Ja, es hat sich schon wieder alles reingehängt. Das kauft man wirklich nur für Festivals. Auf welches Festival gehst du? Für das Rezept, Haggis, so hieß das. Das ist ein Meme. Nö, kenn ich nicht. Ich meine das Meme mit Dosenbier. Ja. So. Ja, es wird aber nicht besser, ne, jetzt hier. Ja, das ist. Ist es zu laut, Leute, oder geht's noch? Streamst du noch in 7 Stunden? Nee, bestimmt nicht. Das kennt jeder. Das hat in Schottland im Bus meinen Eltern auch rausgeholt. Also, ist das so ein Spaß, die Buddha. Ja, ich weiß, dass die Buddha weich sein sollte. Ist sie aber nicht, wie man sieht. So, ist mir jetzt gerade egal. Wir machen jetzt trotzdem die Eier dazu, weil es wird jetzt nicht besser. Ich schieb's ein bisschen weiter noch vom Mikro weg. Ja, hast du Mikrowellen? Nee, ich habe kein. Was kann ich mit dem Strohhalm trinken? Ich habe auf jeden Fall keine Mikrowelle. Will den auch noch backen? Ja, das ist also auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es gut wird. Ich bin gespannt. Komplett runter und dann lasse ich mal ein bisschen stärker. Sie ist ja eigentlich recht weich, ne? Also weich ist sie, aber sie hängt sich halt trotzdem rein. Das ist so ein bisschen das. Ja, und hier ist ja noch ein bisschen, der Knoten ist noch ein bisschen fester. In Zukunft schmelzt sich einfach jede Butter, das macht es viel einfacher. Will den auch noch backen. Jetzt am Montag meine Maschine entschärft der Schneebesen in 100 Stücke, auch weil die Butter. Oh, tatsächlich? Das ist ja krass. Ja gut, also ich habe die. Wir haben die vorhin für, keine Ahnung, 3-4 Minuten in den Ofen gepackt. Weil ich die halt auch gerade erst aus dem Kühlschrank rausgenommen hatte. Deswegen, sie war für ein paar Minuten im Ofen. Es hat ein bisschen was gebracht, aber war trotzdem anscheinend noch nicht weich genug. Aber wir lassen jetzt einfach mal ein bisschen stärker oder ein bisschen höher noch schlagen. Dann gucken wir mal. So. Ich habe den Ofen gerade auch schon mal vorgeheizt auf 180 Grad für später. Die Maschine braucht Tip-Tuning für mehr Drehzahl. Der Fund ist auch unter Butter. Der Ladedruck. Moin, Servus. Hallo, Kakinata.
Ja, es wird langsam, es wird, Leute. So, ich glaube, ist es zu laut, Leute, oder ist es okay? Von E-Lader. Ich würde nämlich nochmal kurz auf die höchste Stufe gehen und das, glaube ich, macht es nochmal lauter. Also es ist lauter. Soll ich mich vorher muten oder meint ihr, passt schon? Ich glaube, ich mute mich ganz, ganz kurz und lasse mal kurz für ein, zwei Minuten hochdrehen, sozusagen. Ihr seht mich. If I'm lost along the way, if I wander off onto a different trail, will you forgive me if I fail? When I'm lost and derailed. Ah, ich kann eigentlich hier. Ich brauche es ja nicht wegschieben, ne? Leute, ich habe schon vor langer Zeit aufgegeben, euch zwei zu verstehen. Nein, Spaß. Also es ist, ja, man sieht es in der Schüssel nicht ganz so gut, weil Roxen gerade auch schon gemeint hat, das sieht nicht so gut aus. Es sieht in echt tatsächlich besser aus als irgendwie in der Kamera. Also ja, ich habe immer noch kleine Klümpchen drin, aber ich sag mal, im Großen und Ganzen hat sich relativ gut vermischt. Halli, hallo und Glowfish, hallöchen. So, okay, also. Okay. Also wir haben jetzt Butter, Zucker und Eier bis jetzt drin. So, im nächsten Schritt kommen Mehl und Backpulver. Ih, jetzt habe ich in die Butter gelangt hier. Also wir mischen jetzt Mehl und Backpulver und dann wird das untergemischt. Wir brauchen 160 Gramm Mehl und 1,5 Teelöffel Backpulver. Dann hole ich erstmal das Backpulver raus. Das ist wieder alles total überfüllt bei mir. So. Und zwar, genau, hier ist noch was offen, oder? Ja. Wir brauchen 1,5 Teelöffel. Ja, ich mache auch gerade schon wieder voll die Sauerei hier, aber wartet mal, ich mach mal kurz. Ja, so, also ich habe auf jeden Fall hier wieder die Waage. Wir nehmen jetzt erstmal 1,5. So ungefähr. Vom Backpulver. Was? Lol, Glowfish hat bemerkt, dass Kommandant im Stream rumlurkt, ohne was zu sagen. Los, Kommandant, zeig dich! Ja, da bin ich auch dafür! So, und jetzt Mehl. Da brauchen wir 160 Gramm. Der hat dich bestimmt auf Mühe, so wie ich ihn kenne. Das kann natürlich sein. Ah, 116 Gramm, 140, 158, so,
100, boah, genau 160 Leute. Haben's drauf. Okay. Gut. Dann mischen wir das jetzt langsam unter. Bestimmt wieder 25 Streams gleichzeitig auf dem R250. Nanika, geht's dir gut? Ja, selbstverständlich und selbst. So. Achso, ihr seht wieder nichts, ne? Ich bin hier mal ein bisschen. Ich schieb's mal eher so her. Genau. Was seht ihr mehr? Der Teig sieht jetzt gerade ziemlich gut aus. So, ich muss wieder. Hier. Seht ihr das? Der sieht richtig, richtig gut aus sogar. Okay, also wir nehmen jetzt, wir fetten die vor allem vorher jetzt rein, die Form. Weil jetzt kommt die erste Hälfte vom Teig, kommt dann nämlich schon in die Form. Und zur anderen Hälfte machen wir noch ein bisschen Milch und Kakaopulver. Das ist ja immer so ein zweifarbiger Teig. So, ich brauche jetzt aber erstmal ein bisschen Öl. Dann fetten wir die Form kurz ein. So, und auch immer in die Ecken und hier der Rand, der ist auch immer wichtig. Ich bin gespannt, aber wir können ja eigentlich. Ich glaube, wir backen ja eh erst den Boden sozusagen. Den könnten wir dann theoretisch auch relativ gut rausstürzen. Ich hoffe, der kommt gut raus. Ja, eigentlich ist es gut eingeölt, sage ich jetzt mal. Jetzt können wir die Flasche wieder wegpacken. Hier hin. Gut, dann die Hälfte circa. Wir machen das jetzt einfach so Pi mal Daumen, würde ich sagen. Das sieht ja dann am Schluss eh keiner, ob es jetzt wirklich die Hälfte ist oder mehr oder weniger. Seht ihr das? Ja, ihr seht das, ne? Auch die Form, das passt. Es ist nicht wirklich viel Teig. Aber jetzt gucken wir mal. Hab ich doch. Du passt wieder überhaupt nicht zu. Ja, du passt nicht zu. Du passt nicht auf. Wisst ihr, was er gerade gesagt hat? Hättest du nicht die Form auch ein bisschen einfetten sollen? Ja, was habe ich denn gerade gemacht? Das ist ein ewiges Drama, Leute. Ein ewiges Drama. Ich sag's euch. So, gucken wir mal, es ist halt echt relativ wenig Teig, ne? Aber ich würde sagen, wir gucken halt einfach mal, dass er überall so alles ein bisschen bedeckt. Da bin ich ja schon zufrieden. Ey, Rootfall, hallo! Sogar noch dreimal gesagt, nun halten wir fest, ich höre und schaue nicht zu. Ja, danke, du mich auch. Roxen geht bestimmt auch in Gaming-Streams und nervt die Leute mit Backseat-Gaming. Wahrscheinlich.
es auch, wenn wir was zusammen spielen. Du musst das so und so machen oder mach das und das. Ich denke mir so, ja. Ja, so ist das. Ja, okay. Oh, eine Runde Mitleid. So, also. Wieso hast du dir einen Brotbackautomaten auf Amazon angeguckt? Als ob du Brot backen würdest. Sind wir mal ehrlich. Ach, never. Das ist, glaube ich, bei dir rausgeschmissenes Geld. So, manche. Ah ja, hier die Ecke ist noch. Es ist jetzt dann so mehr schlecht als recht, aber er ist zumindest grundsätzlich so bedeckt, sag ich jetzt mal. Der Boden. Das ist schon mal überall. Ich sag mal, es kommt ja dann noch mehr drauf, aber dass wir halt zumindest schon mal überall so ein bisschen was haben. Ah. Hab erst festgestellt, dass ich nicht mal ein Brotmesser habe. Ich habe eins! Er hat beschlossen, dass du jetzt. Ja, genau, klar. Nö, nö. Aber er hat sich gerade einen Brotbackautomaten auf Amazon angeguckt. Überlegt, ob er den kaufen soll. Und so wie ich ihn kenne und einschätze, der wird niemals selber Brot backen. Weil du dafür... Ja, du musst trotzdem mehr machen, als dann nur die Zutaten reinschmeißen. Hm. Ja, und so wie ich dich kenne, ist auch das schon manchmal zu viel Arbeit, wenn du keinen Bock hast. So, aber wir machen weiter mit der Donauwelle, Leute. Nee. Ich bin nur ehrlich. Also, ich muss mal kurz gucken, wie viel. Wir brauchen 10 Gramm Kakao und 2 Esslöffel Milch. Okay. Hey, geht's dir besser? Ja, ich habe zwar immer noch ein bisschen Halsschmerzen, aber es ist schon ein bisschen besser geworden. Danke der Nachfrage. Ah, ich habe. Ja. Naja. Nee. Wir machen hier, der Esslöffel ist noch sauber. Wir packen ihn jetzt zurück. Ich habe hier ja einen Esslöffel, ne? Ist jetzt irgendwie ein bisschen. Warte, ich nehme das kurz raus, dass ich besser hinkomme. Ja, eins. Das sind auf jeden Fall 2. Sehr schön. Ja, ich hoffe, dir geht's auch gut. So, wo haben wir jetzt? Da ist der Deckel. Und jetzt brauchen wir noch den Kakao. Mir geht's bestens. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, ich muss kurz den Kakao suchen, Leute. Wie gesagt, ich habe hier aufgeräumt und jetzt ist aber halt alles sehr, ja, sehr geschlichtet da drin. Ein Resub von The Man Who's Old. Dankeschön. Und hallo. Schön, dass du da bist. Hier, du kommst auch direkt auf meine Tafel. Ich mach dich auch. Ich mach dich grün. So, sieht man das hier? Ja, sieht man, ne? Oh! Und Glowfish hat 15 Euro in den Topf geworfen. Vielen lieben Dank dafür. So, bringt mich ganz aus dem Konzept. Ich wollte den Kakao reinmachen. 10 Gramm haben wir gesagt. Ich nehme jetzt einfach die eine Waage. Damit mal was vorwärts geht. Ach, sehr gut. Okay. Ah, ich nehme kurz da rein. Es reicht ja, wenn ich versuche, so wenig Schüsseln wie möglich anzusauen, weil wir brauchen dann eh noch total viele. Ja, ha, sind genau 10 Gramm. Hallihallo an die Runde. Affencola, Hallöchen. Ich finde, dein Stream ist immer so schön liebevoll gemacht und das muss man wertschätzen. Dankeschön, danke, danke. Okay, so, also. Kakao. Dann Löffel raus. Wir rühren jetzt den Kakao noch unter. So. Hab gefühlt die ganze Zeit irgendwie Teig heute an den Fingern.
So. Lirox, hallöchen! Irgendwie hängt das hier immer ein bisschen, ne? Muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber jetzt sieht gut aus, ne? Okay, ich muss kurz gucken, ob ich das jetzt einfach drauf packe. Du backst ja zu zivilen Zeiten. Ich immer so gegen 2 Uhr morgens im Moment. Ja, die Uhrzeiten schlafe ich. Also 2 Uhr morgens backe ich nicht. Was backst du denn dann so gerne? Hier, Glowfish, du hast aber auch, glaube ich, du hast auch letztens wieder irgendwie mitten in der Nacht gestreamt, habe ich gesehen. So, da wirst du mit deinem Schäuferle fertig, ne? Ich muss jetzt nochmal schauen. Hier, also, auf den anderen Teig geben und die Kirschen drauf verteilen und backen. Okay, ich wollte nur kurz gucken, ob wir da irgendwas Bestimmtes beachten müssen, wenn wir den Kakaoteig drauf geben, aber anscheinend nicht. Das ist gut. So ist am einfachsten. Gestern war es Brownie mit Zucker. Oh, sehr geil. Hört sich sehr lecker an. So. Also. Wir nehmen hier schon mal den Schokoteig runter vom Rührbesen. Dass uns das gleich nicht kleckert, weil ich würde einfach die Schüssel nämlich rausnehmen. So, wartet mal. Werden, ja, wenn es fertig ist, bei mir. Ich glaube, da kann nur ich probieren. Beziehungsweise, ich habe schon erzählt, geplant ist es zumindest, dass ich den mit zu meinem Papa mitnehme. Die dürfen dann auch mitessen. Warum wachst du zu solchen Zeiten? Ich koche auch immer mitten in der Nacht, meist aus Langeweile oder weil ich einfach fürchterlich rumtrödel um den Tag. Sorry, alles schon weglaufisch next time. So, also, wir kratzen jetzt mit hier kurz den Teig ein bisschen raus. So, wir wollen ja nichts verschwenden, ne? Aber der ist tatsächlich erst halt recht klebrig. Dadurch ist es so ein bisschen schwierig, überall rauszubekommen, auch aus der Schüssel. Und er verteilt sich ein bisschen schwieriger, aber kriegen wir schon. So. Gurkenhunger? Geil. Ah, geil. Okay, das ist gut, wenn du dir selber helfen kannst. Bin immer auf den Bäcker angewiesen. Backen kann ich gar nicht. Mir geht das leider auch. Aber Kuchen kalt habe ich auch oft. Ja, so ein Kuchen ist schon was Leckeres. Oder Kekse oder was auch immer. So, also wir verteilen jetzt den Schokoteig noch. Hier oben drauf. Wenn der drauf ist, dann kommen noch die Kirschen dazu. Und dann kommt es schon mal in den Ofen. Also wir backen quasi als erstes den Teig, machen dann die Creme und am Schluss kommt dann noch Schokolade oben drüber.
sieht doch jetzt schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Hier in der Ecke fehlt noch ein bisschen was, da komme ich ein bisschen schlecht hin. Machen wir es mal so. Zack. So, oder le. Und probiert muss natürlich auch werden. Aber schmeckt sehr gut. Oh mein Gott, wie ich schwarz wieder Kirschtorte machen könnte. Probier es halt einfach. Ja, das geht. Gerne, das haben meine Freunde damals immer gesagt. Ich glaube, ich muss heute Kurzzeit bedienen. Wir hatten so eine lustige Sprache. Ja, also ich sag mal, ich habe bis jetzt erst einmal eine gebacken. Die wird halt nicht so schön, wie man sich das vorstellt, sage ich jetzt mal. Aber geschmacklich war die echt gut. So, ich muss mir kurz die Hände waschen. Ja, ich sag mal, es dauert ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich es als viel Arbeit bezeichnen würde. Es ist eigentlich gar nicht so dramatisch von der Arbeit her. Es dauert halt einfach seine Zeit. Also ich würde sagen, er ist zeitaufwendig, aber nicht mal unbedingt so schwierig zu machen. Ja. It's not fair. Hallöchen, schön, dass du da bist. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel Kirschen wir brauchen. 160 Gramm Kirschen. Da kann man jetzt, es stehen nämlich in meinem Rezept, das ich mir rausgesucht habe, also das ist wie gesagt extra auf diese kleinere Form ausgelegt, die hat gefrorene Kirschen genommen. Man kann aber auch hier, jetzt stehen sie, ist gerade gesucht, ich habe hier die aus dem Glas. Craiger, vielen lieben Dank für deinen Raid. Hallo an die Raider, wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Okay, ich kriege die Kirschen nicht auf. Effektiv gedacht. Ich habe heute auch was Leckeres gemacht. Oh, was denn? Was gab es bei dir Leckeres? Okay, ich krieg das Glas nicht auf. Jetzt. Huh. Okay. Wir brauchen gleich nochmal die Waage. Wo ist sie denn? Kannst du runterscrollen? Ist der Chat gerade bei mir einfach nur, oder? Ja, das. Ja. Dankeschön. Nicht, dass ich jetzt irgendwas verpasse hier, wäre ja grausam. So, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Ich habe heute für meine Mutter leckere Bratkartoffeln gemacht mit Speck und Zwiebeln. Das hast du gut gemacht. Hat's geschmeckt. 160 Gramm Kirschen, okay. Aber wir haben ja den Saft auch, ne? Das ist jetzt so ein bisschen... Ich könnte mal versuchen, sie rauszufischen tatsächlich. Wir schauen mal, ob wir sie rausfischen können. Das ist aber lieb von dir, da kann der nur noch Schluss aus. Ja, das ist echt schön. So. Wir gucken mal, ob wir es mit dem Löffel einfach so raus. Ich glaube, das funktioniert aber relativ gut. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier voll die Sauerei mache. Aber es geht eigentlich ganz gut mit dem Löffel. 78 Gramm. Voll nett von dir. Aber ein Wunder war, dass ich nicht so viel Gewürz... Ja, da lieber ein bisschen weniger Gewürz nehmen. Also finde ich. Und man kann ja dann auf dem Teller nochmal nachwürzen. Das finde ich... Oh. Okay, Kirsch ist abgestürzt. Das finde ich immer besser, weil ich sag mal, wenn man es verwürzt hat, das ist immer schwieriger wegzubekommen. Und nachwürzen ist ja eigentlich total einfach. Aber ist doch cool. Ja, ihr kennt mich doch. Ich glaube, ich schmeiß... In jedem Stream mit Essen um mich. So. Das ist schon ganz normal. So, wir sind bei 113 Gramm. 135. 155, okay. Wir nehmen noch zwei Stück. 163, ja, passt. Passt. Steht da Schattenmorellen drauf auf dem Glas? Ja, tut's. Tatsache, ja.
Hier, Schattenmorellen entsteint. Hier. Das finde ich tatsächlich wichtig, weil ich hätte überhaupt gar keinen Bock, da jetzt die Kerne noch rauszumachen. Und ich habe auch keinen so einen Entkerner, sagt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen, das, da gucke ich tatsächlich mal drauf, dass die auch ja entsteint sind, wenn ich die kaufe. Das ist sowas, was auf dem Glas draufsteht, aber niemand sagt, das ist tatsächlich so. Du siehst es eigentlich, wenn dann nur in irgendwelchen Rezepten, aber das sagt jeder Kirschen. So, wer sagt Schattenmorellen? Haben wir vor 3 Tagen Hektik beim Austrinken einer Karamalzflasche, die ich schnell leer machen wollte, um sie in den Träger zu stellen. Die Flasche im Laufen am Türstück gegen den Schneidezahn voll. Jetzt zu der Zahn sind 2 Tage. Das ist nicht gut, aber ich sag mal, sei noch froh, dass du dir die nicht irgendwie ausgeschlagen oder abgebrochen hast. Aber es ist uncool. Stream wieder auf 400% reingezoomt. Also ungeschützt ist mein 2. Name. Lol, was für Gott. Wieso, dass man das Schattenmorell lesen kann, oder was? Also ja relativ groß. So. Also, wir haben jetzt hier die Kirschen. Wir setzen die einfach drauf, ne? Ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so viel Teig. Ich würde die jetzt einfach, ich hau die jetzt hier einfach mal drauf und dann verteilen wir die noch so ein bisschen. Dass halt überall so ein bisschen was ist. So, so ist doch ganz okay, oder? So, ich muss was trinken. Englisch? Yes, I can speak English. Wasser ist immer gut. Ja, das stimmt. So, also. Dann, glaube ich, können wir den jetzt sogar schon in den Ofen packen. Ich muss mal gucken. Schnell die Hände. Damit ich jetzt mein Handy hier nicht komplett einsau. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Lasst mich kurz gucken. Genau. Ich habe ja schon vorgeheizt auf Ober-Unterhitze, 180 Grad. Genau, 20 Minuten backen. Das machen wir. Also, der kommt jetzt hier. Ich zeige ihn euch nochmal. So, wir haben die Kirschen verteilt. Unten ist der helle Boden, oben ist der dunkle Boden. Und der kommt jetzt für 20 Minuten schon mal in den Ofen. Yes, I would say so. Danke, ich sag's, ich wünsche ihm jetzt 2 Emos vorbei, damit er Ruhe gibt. Ja, ist wahrscheinlich ganz gut. Ja, ich sag mal, hoffentlich ist es einfach in ein paar Tagen wieder weg, ne? Es dauert wahrscheinlich einfach ein bisschen. Lord Lümmler, hallo. Hast du den Teig nicht vergabelt? Nee, habe ich jetzt nicht gemacht. Steht nicht drin. Aber so hat man dann eigentlich ganz schöne Schichten. Sieht doch auch ganz cool aus. Dann hast du unten den hellen Boden, oben den dunklen und dann hast du die Kirschen. Theoretisch. Das war mein Lieblingskuchenzahn. Oh nein! Also wie gesagt, ich back den auch zum ersten Mal. Wir gucken einfach mal, ob es was wird. Vielleicht wird es auch nicht so, aber schauen einfach mal. So, wir können... Achso, ich brauche einen Timer bitte für 20 Minuten. Nicht, dass wir das vergessen. Okay, danke. Ja, kein Stress, alles gut. So, wir machen jetzt dann schon die Creme. Die können wir nämlich... Was? Etagenwelle? Beste Welle? Ja, auf jeden Fall. Genau. Jetzt war ich kurz draußen. Wir können aber die Creme schon mal vorbereiten. Und zwar brauchen wir dafür Vanillepuddingpulver, Zucker, Milch und Butter nochmal. Das sind die Grunddinger. Ich habe eigentlich auch schon alles hergerichtet. Ja, doch. Theoretisch schon. Okay. Und zwar... Für die Creme einen Pudding aus Milch, Zucker und Puddingpulver. Ach, kochen. Oh, wir müssen ihn tatsächlich kochen. Butter cremig schlagen, Pudding unterschlagen und auf den abgekühlten Boden schlagen. Okay, okay, okay. Gott, ich und Pudding kochen. Ich bin hier überhaupt gar kein Pudding-Esser, muss ich sagen. Das graust mir mal so ein bisschen vor Pudding kochen. Aber okay, dann backen wir... backen. Genau, wir backen jetzt den Pudding. Nee, wir kochen den Pudding. Okay, und zwar, wir brauchen eine Packung Vanillepuddingpulver, 50 Gramm Zucker, 250 Milliliter Milch. Okay. Wir mischen das erstmal in der Schüssel zusammen, oder? Kannst auch gleich in den Topf machen. Pudding ist lecker. Oh, ich muss nochmal was trinken. Wo habe ich jetzt meine Wasserflasche? Hier.
trinke nochmal was. Ja, ich muss sagen, ich bin kein Puddingesser, aber noch nie tatsächlich. Also ich habe auch, wenn meine Mama, als ich klein war, früher Pudding gekocht hat, das war immer nicht so meins. Ich bin nicht der größte Fan von der Konsistenz, muss ich sagen. Nö? Sehr dread, ja. Danke. How old are you? 23. Pudding! Ja, okay, ich merke schon, hier sind viele Pudding-Fans. Ja, dann genau richtig. So, ich nehme kurz ein Töpfchen. So. Dann packen wir das doch einfach hier rein, ne? Ich lese mal kurz drauf. Khan Patla. Thanks for your follow. War mal Pudding mit Zwieback drin? Das habe ich ja noch gar nicht gehört, Lukas. Mit Zwieback drin? Ist das gut? Also Puddingpulver mit etwa 2 gehäuften Zucker mischen. Nach mit mindestens 6 Esslöffel kalte... Was? Ach so. Ist im Pudding? Wieso soll ich den Pudding... Ist das schon wieder irgendwas, was ich nicht verstehe? Oh Gott. Wahrscheinlich. Ich glaube es auch. Okay, gut. Das freut mich. Ja, ist es. Ach. Also, das habe ich echt noch nicht gehört. Hey, wer kennt Pudding mit Zwieback? So kennt es noch jemand außer Lukas? Ist ein alter Simpson-Gag, okay. I've been watching you from Turkey. Okay. Okay, ich muss jetzt nochmal kurz zurück. Ich muss das Puddingpulver mit dem Zucker mischen und dann die Milch quasi dazu mischen und dann einfach aufkochen, ne? Dann können wir das ja aber schon mal reinpacken. Und ich mache schon wieder eine Sauerei. Weiß. Das stimmt. Ich nicht. Vanillepudding mit Kokosmilch. Bester Pudding. Hm, okay. So, also Puddingpulver ist schon mal drin. Dann haben wir gesagt 50 Gramm Zucker. Den habe ich hier unten hingestellt gerade. Wir brauchen nochmal die Waage. Nee, weiß ich gerade nicht. So, also 50 Gramm Zucker. Das war auch ganz schön viel, ne? So für das bisschen Creme. Hier, wir machen 42 Gramm. Wir sparen uns 8 Gramm Zucker. Die Reis ist bestimmt total raus. Ja. Und dann 250 Milliliter Milch. Das Einzige, was ich schon gelesen habe, bei dem, also es ist, ich habe das... Du musst die Milch erst aufkochen, dann das Pulver rein. Ist das so? Wieso sagt mir das denn keiner vorher? Ja, da merkt man, dass ich nie Pudding koche. Okay, danke für den Hinweis. Ich messe die 250 Milliliter Milch jetzt erstmal ab. Genau, was ich sagen wollte. Ich habe das Ich habe das Rezept auf Instagram gefunden. Und ich habe darunter gelesen, dass ein paar gesagt haben, dass die Creme ein bisschen klumpig geworden ist. Also da müssen wir mal gucken, ob die 250 Milliliter Milch reichen. Wenn nicht, dann gießen wir einfach noch ein bisschen mehr Milch dann drauf. Da müssen wir jetzt dann einfach gucken. So. You're cooking interesting food. It interests me. I'm going to try a few tonight. Okay, cool. Das angerührte Pulver. Ja, ich habe ja hier schon das Pulver und den Zucker zusammen vermischt. Aber dann machen wir jetzt als erstes die Milch in den Topf, lassen es aufkochen und dann rühren wir das rein. Ja, im Rezept steht aber 250 Milliliter, deswegen probieren wir es jetzt mit 250 und dann gucken wir mal. Wir wollen ja auch keinen richtigen Pudding. Also es wird ja kein Pudding, Leute. Wir machen ja eine Creme für eine Donauwelle. Also nicht irritieren lassen. So, also. Ich pack das jetzt mal kurz auf den Herd. Gut. Dann eine Klarsichtfolie drüber, sonst bildet sich eine Haut. 250 für eine Buttercreme. Ja, also wie gesagt, ein paar hatten halt eben geschrieben, dass es trotzdem klumpig geworden ist. Deswegen würde ich einfach gucken. Wir probieren es jetzt mit 250 und dann schütten wir einfach nach, wenn wir merken, dass das... Passt so noch nicht ganz. Sorry, don't speak German. Yeah, it's okay, it's fine. Eine
kocht, der Rest kommentiert. Ja, so ist es hier. Es wurde sich ja auch schon mal, sogar schon ein paar Mal gewünscht, dass ich so ein, ich weiß nicht, wie man sagen soll, so ein Community-Kochen sozusagen machen soll, dass ich mal vorher ein Rezept quasi bekannt gebe mit Zutatenliste etc. und dass wir mal zusammen kochen. Das könnte man natürlich auch irgendwann mal so als Special-Event oder sowas ausprobieren. Wenn es klumpig geworden ist, waren die Zutaten nicht alle gleich temperiert. Das ist bei mir in den Torten auch schon öfter passiert. Okay. Ja, okay. Wir versuchen es einfach mal. Ich sag, das einzige Problem ist, dass ich kein Vanillepuddingpulver mehr habe. Ich habe noch eine halbe Packung, glaube ich. Aber ich habe keine ganze mehr. Aber es wird schon werden. Melly Food Vlog, vielen lieben Dank für deinen Raid. Hallo an die Raider, ich hoffe, euch geht's gut. Liverpool, danke für dein Follow. Do you like Turkish people? Yeah, why not? Was habt ihr Schönes gekocht? Was gab's für euch Leckeres? Mahlzeit, Hallöchen. Na, geht's euch allen gut? Ich hab gerade eine Milch auf den Herd gestellt, die wir jetzt gerade aufkochen für die Creme. Und da mischen wir dann Puddingpulver rein. Muffins, oh, sehr geil. Was denn für Muffins? Muffins gehen immer. Ja, wir haben den Teig schon vorbereitet, der ist gerade im Ofen. Also nicht wunder, dass man gerade jetzt nicht ganz so viel sieht. Da oben läuft der Timer, also noch ungefähr 12 Minuten. So, ich muss los, meine Raider wissen das hier schon. Alles gut, alles gut. Danke für deinen Raid und viel Spaß dir noch. Schönen Freitag wünsche ich dir noch. Mango- und Bananenmuffins gab es. Oh, sehr geil. Voll fruchtig. Das hört sich gut an. So. Schüssel. Ah, nee, Schüssi. Schüssi. Schönen Tag noch und gutes Gelingen. Dankeschön, danke. Mission Puddingpulver hier. Ja, ist halt wirklich so. Ich habe gerade schon gesagt, ich koche halt auch selber nie Pudding. Deswegen ist es immer so, na, Schüssi, Schüssel. Ja, ganz genau. Also hier haben wir Puddingpulver und Zucker schon miteinander vermischt sozusagen. Und ich hab gelernt, man muss die Milch erst aufkochen und dann rührt man das runter. Also ich guck mal kurz rüber zum Herd. Ja, passt aber. Ich habe es auch erst auf 5 aufgedreht, weil ich mir gedacht habe, wir wollen es nicht direkt übertreiben. Laktosefreie Milch? Oh, tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja! Ja! Ist wohl so. Da habe ich die falsche erwischt. Naja, ist nicht schlimm. Haben wir halt laktosefrei. Was euch alles auffällt, das ist mir selber nicht mal aufgefallen, dass die laktosefrei ist. Aber ja. Da habe ich wohl daneben gegriffen. Ha, dachte, die schmeckt dir oder so. Kostet die eigentlich mehr? Ich glaube, die kostet ein bisschen mehr, ja. Ich gucke halt meistens, dass ich irgendwie die mit 1,5% Fett kaufe. Die sind meistens ein bisschen heller von der Verpackung. Und dann habe ich einfach nur von oben reingegriffen. Ja. Hab gesehen, es gibt jetzt Milch mit Vitamin D drin. Völlig schräg. Okay. Oh, was es alles gibt. Ja, habe ich. So, ich gucke ab und zu hier rüber. Ich drehe vielleicht ein bisschen hoch. Wir machen mal so auf 6,5 oder 7. Und wir schauen einfach immer rüber. Ernsthaft, es fällt nicht auf, wenn man die falsche Milch kauft? Nö, das ist mir nicht aufgefallen. So, Milch ist Milch. Ich guck doch da nicht noch dreimal drauf. Rede aber mit May, was dem alles auffällt. Und er merkt sich dann auch noch ewig, ja. Soll bei Milch mit Schweinsbratengeschmack rausbringen. Oh! Ja, es ist manchmal echt gruselig, Lukas. Ja, also das ist die mit den Schatten. Ja gut, also ich wusste, dass eigentlich auf den Gläsern meistens Schattenmorellen tatsächlich draufsteht. Aber dass ihr das jetzt mit der, dass das eine laktosefreie Milch ist, also mir selber ist es nicht aufgefallen. Nö. Nee. Was? Oinki-Braten wäre auch was fürs Wochenende. Ja. Definitiv eine Option. So, ich mache jetzt mal ganz kurz hier den Schneebesen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir den noch? Ich glaube, theoretisch brauchen wir ihn nämlich gar nicht mehr. Ich packe ihn jetzt mal kurz schon mal weg. Wenn nicht, muss ich ihn dann später noch mal raus. Aber ich finde, das sieht immer so doof aus, wenn der dreckige Schneebesen da noch so dran hängt. So,
Was sehr zu empfehlen ist, was aus Südostasien Heuschreckenblutgewürze. Ah, ne, da bin ich ja gar kein Fan. Also, ich habe sie noch nicht im Ganzen probiert. So, das, da gehen ja auch die Meinungen voll auseinander. Ich verstehe es auch, dass viele mal probieren wollen. Ich habe auch schon oft gehört, dass es ja irgendwie so nach Hühnchen schmecken soll. Aber mich ekelt es da. Also ein bisschen vor der Vorstellung einfach so diese Heuschrecken oder sowas zu essen. Super lecker, okay. Ja, ich weiß nicht, das ist für mich so eine ganz schön krasse Überwindung, muss ich sagen. Gucken wir kurz. Nee, okay. Ich musste kurz nochmal in den Topf gucken, nicht, dass mir jetzt dann die Milch irgendwie überkocht. Ja? Nein. Der Geschmack kommt auf die Würze drauf an. Ja, das kann natürlich sein. Das mag gut sein, ja. Ey, einmal die Woche ist Fleisch dran, aber kein Käferkram. Oh, die Frau ist ja leider aus der Liga. Sometimes. Hallöle mit Öle. Poltergeist, Hallöchen. Na, alles gut. Was ihr manchmal für Sprüche habt, das ist schon ein bisschen lustig. So, also wir warten. Ich weiß nicht, hab ich jetzt zu wenig aufgeschrieben? Hier, es dauert jetzt so lange. Aber also ich lasse sie erst einmal aufkochen, ne? Ja, das Spielwesen ist drin. Ciao mit V. Okay, alles klar. Snickers Eis, 1492. Vielen lieben Dank für deinen Resub. Vorher Florian. Ah, okay. Hier, es wurde sich umbenannt. Mensch, das ist jetzt ein noch längerer Name. Du kommst aber auf die Tafel. Stell ich mir vor, die Heuschrecken kommen in die Schüssel. Ey, ich spring da. Oh, Gottes Willen. Ist alles klein geschrieben, ne? Ja. Ja, Snickers-Eis finde ich auch geil, muss ich sagen. Ich mag Snickers auch gern. Ja, ist ein guter Name. Nika, du brauchst anstatt der Tafel so Bildschirme im Hintergrund wie Monte. Ja klar, wo mache ich die hin? Die haben ja nicht so viel Platz. Mama, Ada, das ist abgehauen. Oh Gott. Ja genau, das ist gerade davon gehüpft. Oh nee. Das wäre ja ganz, ganz schlimm, Leute. In Thailand gibt es frittiertes Snickers-Eis. Ach, wir müssen das ja nicht frittieren. Ach, das weiß ich gar nicht. Roxanne hat gerade gemeint, dass es aus Irland kommt. Ich weiß es nicht. You're so cute, I love your energy, we come here once in a while. Thank you. Das muss ziemlich geil sein. Ja, ich kann mir das schlecht vorstellen, muss ich sagen, mit der frittierten Komponente sozusagen. Vor das Fenster, dann kann auch... Ja klar, genau, ich mache es vor das Fenster, freilich. In Thailand gibt es so ziemlich alles frittiert. Was? Aus Schottland kommt... Frittierte Maßregel kommen aus Schottland. Ja, krass, okay. Lied für die Vegetarier. Kinder kommt rein, das Essen mit Fake. Oh Gott. Das frittierte Snickers-Eis kommt aus Irland. Ach, Roxanne hat gerade gemeint, frittiertes Maß und das kommt aus Schottland tatsächlich. Ey, ich wusste auch nicht. Oh, okay, also die Milch kocht, dann rühre ich jetzt mal ganz kurz das Pulver hier unter. Ich bin gleich wieder da, ich muss jetzt hier noch ordentlich rühren. Ich mache ja kein Pudding, Herrschaftszeiten.
Frage. Ja, ich bin hier am Rühren. Ich habe kleine Klümpchen drin. Was mache ich jetzt? Mache ich noch mal ein bisschen Milch rein, oder? Was wir gerade gesagt hatten. Noch mal ein bisschen mehr Milch, oder? Lass ihn doch in Ruhe, was? Hallöch, hallo Kiss for you. So, sorry Leute, ich bin gerade, ich habe bestimmt jetzt was übersehen. Ika bricht so voll den Südzug mit ja, Xbox Live. Das Lachen, ich habe gerade meinen Job gekündigt, damit ich mehr Zeit habe, warum ist das als auf Xbox zu zocken. Lass ihn doch in Ruhe, lol. Das funktioniert auch nicht. Kräftig rühren. Oh, mir fällt jetzt schon gleich der Arm ab. Ich muss mal kurz wieder abstellen. Ja, ihr seht das nicht. Rühr lieber weiter, sonst wird es wabbelig nachher. Kräftig rühren. Schnell rühren. Ich sag, du brauchst deinen anderen Rührer, wie ich dir mal gezeigt habe. Nicht nachlassen. Ah. Wie sieht denn der Timer aus? Ich hab noch Zeit, oder? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Eine Kitchen. Ja klar, kostet sau viel Geld. Wenn immer noch Klumpen drin sind in den Stabmixer. Zum Glück bin ich mit dem Koch fertig. Ich liege auf dem Sofa. 6 Stunden in der Küche stehen reicht irgendwann. Ja, krass. Was hast denn du alles gekocht? Hast du 6 Stunden in der Küche gestanden? Das ist ja echt ganz schön lang. Ist der Koch? Nein, Krankenpfleger. Ich weiß nicht, warte mal, ich guck mal kurz, ob ich euch das hier so. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, wenn ich euch das so hinhalte. Sieht man das so? Gut, das ist irgendwie. So. Sieht man das? So sieht es jetzt gerade aus. So. Ich habe den Schneewesen mal rausgenommen, weil wir sollen es jetzt abkühlen lassen, ne? Ich gucke noch mal ganz kurz, aber vorher ins Rezept, ob wir noch irgendwas anderes machen müssen. Für die Creme einen Pudding aus Milch, Zucker, Puddingpulver kochen und vollständig mit ganz vielen Ausrufezeichen abkühlen lassen. Okay, dann machen wir das jetzt, ne? Buttercreme schlagen, Pudding unterschlagen und auf den abgekühlten Boden streichen. Ja, gut. Alarm! Okay, dann gucken wir jetzt nach dem Teig, nach dem Boden. Da sind meine Handschuhe. Ich muss nur kurz noch ein bisschen Platz machen hier. Schauen wir mal, wie der aussieht, ne? Ob er was geworden ist. Oh, sieht echt ganz gut aus. Ich hole ihn mal ganz kurz raus, um ihn euch zu zeigen. Sieht aktuell, nicht runterschmeißen, so aus. Ich glaube, man sieht es ganz gut, oder? Wir machen mal schnell die Stäbchenprobe, ob der noch ein bisschen braucht oder ob der schon okay ist. Weil wenn nicht, muss er noch mal ein bisschen rein. Jo, schaut sehr richtig aus. Hübscheste Kochin ever. Hallo Sandro und Dankeschön. oder es war dann nur ein Suppenhuhn, welches ich ausgekocht habe, währenddessen die Zutaten für die Thai-Suppe vorbereitet. Nutella selber gemacht mit Zitronenlimonade, Butter aus Rohmilch. Also nichts Besonderes. Ich finde schon, das ist besonders, das ist krass. Schaut schon mal gut aus, finde ich auch. Bitte was? Ja, so, aber der Teig ist durch, das passt. Dann können wir nämlich den Ofen auch schon mal ausschalten. Ja, okay, dann müssen wir jetzt tatsächlich einfach ein bisschen warten. Würde ich sagen, weil beides muss abkühlen. Also der Boden soll halt abkühlen und der Pudding muss auch abkühlen.
Und dann können wir erst weitermachen. Ja, machen wir jetzt hier ein bisschen ganz entspannt. Können wir ein bisschen reden, das ist auch gut. Und ich mach ja ein bisschen hier irgendwie versuchen, ein bisschen aufzuräumen. Ich brauche dann auf jeden Fall nochmal eine Schüssel und so weiter für die Butter, glaube ich. Ja, die kannst du kurz ausblenden, die iPhone-Kamera. Ja, die brauchen wir gerade nicht. Ich guck gerade nochmal. Also wir müssen danach die Butter cremig schlagen. Ja, doch, da brauche ich auf jeden Fall nochmal einen Mixer für Pudding unterschlagen und dann bestreichen. Für die Glasur dann Kuvertüre und Öl. Gut, das machen wir dann ganz zum Schluss. Schaut schon mal gut aus. Ja. Jetzt gerade mal überlegen. Ich glaube, vielleicht mache ich die Schüssel kurz sauber, dass wir die dann gleich nochmal benutzen können. Für die Butter. Oh, da habe ich gekleckert. Da habe ich mit Joghurtteig gekleckert. Das geht ja gar nicht. So, die sind zu. Muss ich ja fast gucken, dass ich jetzt in der nächsten Zeit nochmal irgendwas mit Schattenmorellen mache. Weil sonst wären die auch nur schlecht. Kurz AFK, ja, alles gut. Ich mach, glaube ich, echt mal kurz. Das habe ich alles da gerade reingepackt. Ne? Also wie gesagt, wir müssen jetzt mal kurz warten, weil beides abkühlen muss. 100 Bits von Kiss for You. Vielen lieben Dank dafür. Mit einem süßen Hund. und ich hab voll gekleckert schon überall. Genau, weil dann brauchen wir nämlich später, dann lasse ich die Butter nämlich, mache ich im Mixer. Im Mixer? Ja, also mit dem Rührgerät. So ein Feini, der Hund. Mhm. Also, ihr seht mich ja mehr oder weniger und hört mich ja auch. Es dauert ja nicht lang. Guckt dann gleich wieder in den Chat, Leute. Schon. Ich zeig's gleich nochmal. Wir haben den Boden eigentlich schon fertig und der muss jetzt abkühlen. Und wir haben auch schon den Pudding gekocht, der muss jetzt eben auch gerade abkühlen. Und wir müssen jetzt eben kurz warten, bis das alles ein bisschen abgekühlt ist und dann machen wir noch die Creme fertig sozusagen. Es wird ja so eine Buttercreme. Und ganz zum Schluss kommt dann noch die Schokoglasur drauf. Genau. Ich habe es in Ruhe gemacht, hatte eigentlich arbeiten müssen und mir noch zu viel besondere Aufgabe erteilt, welche ich von zu Hause aus erledigen konnte. Bei einmal das Leben Folge 8 sollte anschauen, eine medizinische Herausarbeit. Ja, auch nicht schlecht. genau, die 40 Leute im Stream, vielleicht der kleine Kuchen für alle. Tja, der muss nicht für alle im Stream reichen, da muss ich dich enttäuschen. Nee, ich kenne die Serie nicht. Mm-mm. Pudding. Ja, noch ein Pudding-Liebhaber, ich merke schon. Ich nicht. Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, ich nehme den später mit zu meinem Papa. Genau. Ich esse ihn auch nicht alleine. So, also warte, ich zeig dir mal. Warte, es wird ja gerade jemand wissen, wie weit wir schon sind. Ich glaube, Johnny, du warst es, ne? Ich zeig's noch mal kurz. Also, wir haben hier den Boden schon mal. Ich halte ihn noch mal kurz hier so in die Kamera, weil ich. Sieht man das so hier, oder? So. Also das ist der Teig. Und wir haben den Pudding gekocht. Warte, ich kann es auch kurz nochmal. Ja. Nochmal Pudding gekocht. Ja. Wie gesagt, das muss jetzt beides erstmal abkühlen. Und wenn der Pudding abgekühlt ist, machen wir sozusagen die Creme. Die kommt dann drauf und danach kommt noch die Schokoglasur sozusagen, die müssen wir dann noch machen und die kommt dann auch noch oben drauf. So. Servus, hallo. Ganz schön schöner Boden, dankeschön. Ich finde auch, dass er gut aussieht. Die Serie ist 1986 produziert worden, Zeichentrick, aber sehr informativ, läuft 8
tatsächlich, sehr auf Netflix. Muss ich ja fast mal mir was angucken. Feierabend, das hört sich immer gut an. So, wisst ihr, was ich aber jetzt noch nicht gemacht habe? Ich habe den Schneebesen noch nicht sauber gemacht. Den muss ich auch noch kurz sauber machen. Den brauchen wir dann nochmal. Okay. Habt ihr euch auch alle schon gut vorbereitet auf die 60 cm Schnee? Ja, ich glaube, wir haben aber gehört oder vorhin gelesen, dass es nur im Norden von Deutschland so schlimm werden soll. Also würde ich behaupten, dass es uns nicht trifft. Hoffe ich. Ich habe keine Lust auf so viel Schnee mehr. Ich mag jetzt keinen Schnee mehr. So. Für mich darf jetzt der Frühling und dann der Sommer kommen. Okay. Passt. Sachsen ist in etwa die Luftmassengrenze. Darunter kommt nichts. Sehr gut. Hab den Intro-Song letztens auf einer Level... Auf einer... Auf was für eine Chatparty gehört? Lass die erstmal lassen, dann reden wir weiter. Und ich bin Nordosten. Oh je! ich fand, wir hatten so wenig Schnee hier in Südbayern. Ah, das hat schon gepasst so. Eine Live-Chat-Party. Okay, das ist manchmal, wenn man den Kontext dann manchmal nicht ganz versteht, dann manchmal ist es voll offensichtlich, auch wenn man sich vertippt. Manchmal denkt man sich so, what? in Norddeutschland saufen sie im Schnee ab. Ja, also in Norddeutschland soll ja nochmal viel Schnee kommen, genau. Und die 60 cm kommen höchstens 20, 30, wohnen direkt an der Ems in Ostfriesland. Ja, der Intro-Song ist das Beste an der ganzen Serie, ja. Ich frage mich, wieso es im Flachland auf einmal so viel Schnee kommen soll, wobei uns nicht so viel Schnee kommt. Immerhin schon Anfang Februar, 6 Wochen vielleicht noch, dann geht es mäßig bergauf. Ja, aber von mir aus darf es jetzt schon bergauf gehen. Aber ja. Ja, ich sag mal, wenn es jetzt ein bisschen schneit, stört es mich auch nicht. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf 20, 30 cm Neuschnee. Was? Warum? Ich will keinen Schnee hier im Norden. Ja, ich will auch keinen mehr. Bei uns im Münsterland gibt es auch schon eine Schneewarnung. Ich bin mal gespannt. Es wird zumindest ab nächster Woche... Oh, minus 11 Grad. Das ist aber auch ganz schön ungemütlich. Spürst du das Ende der schönen Leben? Das war schon Kitzing. Der März ist auch noch hinter uns. Das stimmt, ja. Ja, es ist ja meistens auch so, auch um die Faschingszeit, die ist ja jetzt dann, war es manchmal auch nochmal ganz schön eklig. Also, ja gut, wir haben auch erst Anfang Februar, aber ja. Ich glaube, das liegt an dem besonderen Polartief, was momentan kalte Luft über Mittel- und Norddeutschland reinbringt. Kann gut sein. Dieses Jahr wird zumindest schon an einem einzigen knappen Zentimeter Schnee. Ach, so wenig. Also da hatten wir schon ein bisschen mehr hatten wir schon. So. Also wir warten jetzt ein bisschen, das heißt, ich bin faul. Aber deswegen, das war nämlich so ein bisschen meine Befürchtung, weil ich das nicht ganz abschätzen konnte. Halt, weil wir auch warten müssen, bis es abkühlt etc. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir lieber ein bisschen früher an und dann haben wir aber keinen Stress. Achso, deinen Faschingshut könntest du... Oh, stimmt, Maywood, den könnte ich mal wieder raussuchen. Den muss ich tatsächlich raussuchen, weil ich nicht weiß, wo ich ihn hingepackt habe, aber ja. Hey Leute, wie geht's? Ganz gut, danke. Und dir? Ich denke. Ja, der war gut. Himbeersahne. Ich bin am Überlegen, bei der Kälte im Krankenhaus zu bleiben. Haben da ein paar Intensivbetten, welche nicht belegt werden dürfen. Da könnte ich mal breit machen. Wie lange hätte ich da? 20 cm Schnee ist zu viel, wenn man bedenkt, dass bei uns seit 10 Jahren gefühlt nicht mal 2 cm Schnee waren. Gut, er war ein Glowfish. Naja, gut, dass ich noch Sommerreifen drauf habe. Johnny, Johnny, Johnny. Oder Kirschkäsekuchen, Kirsch. Ja, es ist eine Donauwelle, was wir machen, Leute. Eine Donauwelle. Ja, ist richtig. Wo ist Himbeer dabei? Ein Glotzi-Sticker. Hier, genau auf mich drauf gebappt. Dankeschön dafür, Jochen. Meine Winterreifen sind nicht so schön wie meine Sommerreifen. Naja, aber wenn du sie brauchst. Hey Leute, wünsche euch allen einen geilen Tag. K-Waves, dankeschön, dir auch. Gut getroffen, ja, ne? Voll aufs Gesicht, ja, mitten rein. Voll drauf. Der geht auch gar nicht mehr weg, ne?
Hab mir am Montag neue MLR-Wetterreifen aufziehen lassen. Die lasse ich eh das ganze Jahr drauf. Gab nach Tipps für meinen Kuchen. Ach, ich habe nach Tipps für meinen Kuchen gefragt. No. Hätte Roxy nicht besser hinbekommen. Volltreffer, ja, genau, so kann man es auch sagen. Ich bin eh erstmal froh, dass ich heute meinen Führerschein wieder abholen durfte. Oh oh, oh oh, muss ich den abgeben? Also, wenn ich fragen darf, du musst nicht sagen. Aber es hört sich ja fast so an. Haben sie dich geblitzt? War ein Monat weg, ui. Und dann gleich mal im Winter ohne Winterreifen, ohne schändlich. Ja, gut, wenn er nicht fahren durfte, ne? Wie gartest du mal Punkte oder bist geblitzt? Und ja. Ja? 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 Und ihr? Und ihr? Wie sieht's bei euch aus? Stimmt, Rocks sind noch nicht wieder so Sache an. Ja, stimmt. Ja, hier, Leute. Kommt, Butter bei die Fische. Wie sieht's bei euch aus? Okay, hätte dich gar nicht so eingeschätzt. Naja. Wer fährt denn nicht mal zu schnell? Jetzt mal ganz ehrlich. So, das passiert halt mal. Naja, hier ist wieder Gabriel. Ach, was, Punkte auch oder nur geblitzt? Ich habe tatsächlich auch mal einen Punkt gehabt. Das war wegen Abstand, glaube ich. Da bin ich tatsächlich in eine Abstandmessung reingekommen. Da hatte ich zu wenig Abstand, dann habe ich einen Punkt bekommen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie schnell ich war. Müssen knapp 50 km/h außerorts drüber gewesen sein. Ja, okay, das ist schon viel. 12 Jahre Führerschein, zweimal geblitzt. 0 Punkte, ja, nicht schlecht. Hatte bis jetzt nur einen Blitzer. Kaum Punkte gesammelt, aber zigmal an der Grenze gewesen. Digga, die Dränge an den Mittel. Ja, klar. Nee, sowas. Ich hasse solche Leute. Ich wurde einmal wegen, war ich halt zu schnell, wo ich halt geblitzt wurde. Das waren aber, keine Ahnung, 15 oder 20 Euro oder irgend sowas. Oder 25, weiß ich nicht genau. Und das eine Mal, da habe ich tatsächlich einen Punkt bekommen. Das war aber so eine Abstandsmessung sozusagen. Hihi. Ja. 17 Jahre Führerschein und 0 Punkte und auch noch nie geblitzt. Ich hatte gerade mein neues Auto und wollte halt mal so gucken. Ah, okay, das ist natürlich dann doppelt ärgerlich, Johnny. Rekord waren 26 zu schnell auf der Autobahn. Gab auch Punkte, weiß aber nicht mehr wie viele. Hallo in die Küche. Dobson, Hallöchen. Hey Leute, wünsche euch einen geilen Tag. Nika, immer wieder schön, dich zu sehen. Dankeschön, ich freue mich auch, wenn du da bist. 26 zu schnell, süß. Die zwei Blitzer waren beide auf der gleichen Fahrt bei Stuttgart. Davor und danach nie wieder. Ah, oh Gott. Ich hatte mal 210 in der Bausch. Okay, das ist übel, das ist übel. Ja, ich fand's ganz lustig. Meine Schwester wurde auch mal, die ist mal zu mir gefahren und halt später wieder zurück. Und die wurde tatsächlich auch auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt an der gleichen Stelle geblitzt. Und sie war halt beides mal. Das war aber nicht viel. Deswegen hat sie sich nämlich so drüber aufgeregt, weil sie war irgendwie so, keine Ahnung, 5 km/h zu schnell oder es war auf jeden Fall voll wenig, aber sie hat halt trotzdem quasi dann, ich weiß nicht was es ist, 15 Euro oder sowas jeweils zahlen müssen und da hat sie sich voll drüber aufgeregt. Handy im Ohr damals, war es noch erlaubt. Ich hoffe nicht, dass morgen bei uns Schnee kommt, da ich morgen 3 Kilometer bin. Oh Gott, ich drücke dir die Daumen, dass es bei dir nicht schneit, that's not fair. Ja, genau wie deine Schwester. In Baden-Württemberg blitzen sie wie Sau. Dann durfte ich selber einen Schein abgeben, oder? Viel schlimmer sind Ampelblitzer. Die finde ich überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Die finde ich nicht schlimm, die Ampelblitzer. Ist halt tatsächlich einfach dann so, ach, keine Ahnung. So auf der Autobahn oder sowas. Aber da, oder naja, wobei Autobahn ist auch nicht so schlimm. Also das ist halt dann, wenn es dann irgendwie eher so 70 oder 80 oder sowas ist und dann fährt man halt meistens ein bisschen zu schnell. So, aber ich muss sagen, so, man hat ja dann auch, man kennt sich ja in seiner Umgebung aus und weiß dann, wo oftmals geblitzt wird und so weiter. Und da gucke ich dann schon drauf, dass ich da recht genau fahre. Aber ja, gut, es kann halt trotzdem mal passieren, ne? Zweimal blitzen am gleichen Tag ist hart. Ja, vor allem ist halt echt so Hinfahrt, Rückfahrt und halt zweimal an der gleichen Stelle. Das ist schon ziemlich ärgerlich. Vor allem so gefährlich, wenn man mit dem Fahrrad hinfällt oder wegrutscht. Klar, hier in Bayern blitzen sie tatsächlich fast gar nicht. Na, das kann ich so nicht unterschreiben. Nun ja, was ist schnell? Seitdem ich auf der Intensivstation arbeite, weiß ich, wie Unfallopfer aussehen. Deswegen halte ich mich mittlerweile besonders an die STVO. In Bayern fahren auch alle vernünftig. Das muss man. Ist zu viel blitzen. Also mit dem Motorrad fahre ich ehrlich gesagt teilweise auch wie ein Behinderter. Ist mega dumm. Für Motorrad macht aber leider viel zu viel Spaß. Na, ja, ich muss gestehen, ich bin tatsächlich auch immer extra vorsichtig, wenn ich Motorradfahrer sehe. Das ist. Also ich habe noch nie, also es ist noch nie was passiert oder sowas, aber
Motorradfahren traue ich immer nicht so ganz. Gerade wenn es dann irgendwie immer so Anfang der Saison ist, sage ich jetzt mal. Die haben ja auch dann den ganzen Winter sind sie nicht gefahren, sind vielleicht auch ein bisschen, ja, unsicher noch, freuen sich aber, ja, kann ich auch nachvollziehen. Aber beim Motorradfahrern gebe ich immer besonders Acht, muss ich sagen. Ja, ich weiß, meine Mutter so hatte im März 2020 einen Fahrradunfall wegen Glätte und dann einen dreifachen Bruch am Fuß, immer noch leichte Bruch. Oh Gott, ist ja schade. Ja, ist richtig, richtig schlimm eigentlich sogar. Vor allem, wenn man dann halt nach 3 Jahren, nee, März 2020, ach, dreifach, okay, sorry, aber halt trotzdem nach einer gewissen Zeit halt immer noch Probleme damit hat. Das ist uncool. Wir kommen aus einem komplett anderen Teil von Bayern, Mika. Mag sein, dass es da Unterschiede gibt. Ja, also ich finde schon, ja gut, jetzt nicht mega viel, aber schon häufiger blitzen, sage ich jetzt mal. Motorradfahrer, unsere ganz besonderen Fälle, ja. Boah, gefühlt jeder Ort, an jedem Ortseingang ein Blitzer stehen. Ja gut, ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber man liest schon regelmäßig, sage ich jetzt mal, dass bei uns in der Nähe oder halt, ich sag mal, in der Umgebung halt irgendwo geblitzt wird. Sie hatte erst endlich einen neuen Job und dann direkt, oh, dann ist es, ah, oh, das ist mies, das ist richtig mies. Ich habe da auch ein paar Kumpels, die schon üble Verletzungen zugezogen haben. Ja, es ist schlimm. Es ist ja das. Ich sag mal, ich bin noch nie, glaube ich, Motorrad, also auch nicht mitgefahren oder sowas. Ich saß noch nie tatsächlich auf dem Motorrad. Aber ich kann es schon verstehen, dass ihr da oder dass Motorradfahrer da ihren Spaß haben und sich da ein bisschen ausleben und so weiter. Aber es ist halt auch krass, weil man ist halt nicht so geschützt wie in einem Auto. Man hat halt außen nichts um einen rum, sage ich jetzt mal. Wenn was passiert, kann es halt ganz schnell ganz, ganz böse ausgehen. Uspa, hallo! Hier sind es meist eh die gleichen Stellen, wo die Blitze, von daher weiß man das und dann macht er. Ja, also ich sag mal auch, im Normalfall kennt man die meisten Stellen so. Das passt schon. Motorfahrrad legen sich leider überall aus. Ja, also viele, nicht alle. Nee, um Gottes Willen, man kann ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, sage ich jetzt mal. Manche, ich hab's halt schon ein paar Mal gesehen, die halt dann auch, was ich uncool finde, wenn die dann irgendwie auch auf der Autobahn teilweise ihre Schlangenlinien fahren. Ihr mag ja sein, dass es Spaß macht, aber Leute, das ist uncool. So. Also ja, muss man immer ein bisschen aufpassen. 2019 haben wir über 40 Motorradunfälle, wobei 8 tödlich verliefen. Wir zum Glück von 3 die Organe entnehmen durften. Ne? Ein Kumpel von mir wurde mal auf dem Motorrad von einem Auto von der Straße abgedrängt, ist voll unter eine Leitplanke gerutscht. Dabei hat er sich fast sein Bein... Oh Gott, ist hier... Oh Gott, wo... Ja, schlimm. Ich hoffe, dass es dem mittlerweile wieder besser geht. Nika, was war das leistungsfähig krasseste Auto, was du jemals gefahren bist? Oh, das war mein Mallorca-Urlaub. Da habe ich mir für einen Tag, also dieses Jahr, nee, letztes Jahr, hier, wir haben ja schon das neue Jahr. Letztes Jahr, also 2020, war ich ja in Mallorca oder auf Mallorca im Urlaub und ich habe mir für einen Tag ein Auto gemietet, weil ich ja Paragliden gegangen bin. Und ich war halt relativ unten auf der Insel und zum Paragliden musste ich halt in den Norden. Und da habe ich mir für den Tag ein Auto gemietet. Und die haben mir so eine krasse Karre hingestellt. Das war irgendwie so ein Volvo. Fragt mich nicht, was für einen. Der hatte so, ich hatte da mit Roxen tatsächlich mal telefoniert und der hat dann mal das Modell gegoogelt. Hat dann irgendwie gemeint, so ja, das Auto hat irgendwie so mit der kleinen Motorisierung irgendwie 200 PS oder 250 oder so. Und ich so, ja, der zieht ganz gut. Das war, glaube ich, so das krasseste Auto. Das war ganz cool. Ich habe tatsächlich auch immer meinen Organspieler-Ausweis dabei, wenn ich auf dem Motorrad unterwegs bin. Das ist übel, aber sehr froh, dass ich nicht auf den Kopf gestürzt oder so. Man hat das Kind mal bei Glatteis seitlich vorweggelassen. Ich bin mit dem Schädel auf dem Eis auf dem Boden aufgeknallt, dass ich kurz schwarz vor Augen hatte. Zum Glück mein, oh Leute, das ist krass, ey. VW Käfer, hallo, hier, wollt ihr Troll? Nee, also das war tatsächlich so das krasseste Auto, was ich bis jetzt gefahren bin. Wie sieht's denn bei euch aus? So, seid ihr schon mal so ein richtig krasses Auto gefahren? Ich sag mal, ich bin da ja auch nicht so. Also ihr wisst ja, ich glaube, ihr habt es ja auch schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte ja relativ lange einen Smart. Ich sag mal, ja, es ist ganz nett, aber ich brauch's jetzt nicht unbedingt. Kossi, Servus aus Niederbayern. Ja, Hallöchen. Bis jetzt GTI mit 230 PS. Smart Fortwo. Ja, ich hatte vor, also ich habe jetzt vor, oder seit ein paar Monaten ein anderes Auto und davor hatte ich ein Smart Fortwo, ja. Ich habe ein Mitsubishi 3000 GT. M3 Competition mit, oha, 451 PS, das ist krass.
Naja, es ist nun mal ein gefährliches Hobby und auch wenn man, und auch wenn man vielleicht nicht schuld ist, kann immer etwas passieren, dann kann ich zumindest noch andere Menschen hoffentlich helfen. Das stimmt, mein Porsche duftet aber nur mit Fahren, das nervt. Oh. Ein Traum wäre mal, ein RS3 zu fahren. Da bin ich schon sehr oft mitgefahren. Es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Auto, Lukas, kann ich dir nur sagen. Auto muss mich von A nach B bringen, rollt wert und ist sicher. Das ist das Wichtigste, absolut Liverpool. Sehe ich auch so. Ich sag mal, es ist ganz nett, wenn man mal ein schickes Auto fährt, aber ich finde auch, das ist das Wichtigste, dass es fährt, dass es nicht viel rummockt und ja. Hab mein Vater mal von der Arbeit mitgebracht zum Probefahren. Im Alltag wollte ich so ein Auto. Nee, braucht man auch nicht, weil man halt, wann kann man so schnell fahren? Ich spiel gerade, hab die Ausgeburt bekommen, Name. Ihr habt daran denkt, auch tatsächlich die wenigsten. Was denkst du über Polen? Was soll ich darüber denken? Doch, habe ich. Fahre aber nur mit der Rennstrecke aus. Bin mal einen Lamborghini Russ gefahren. Das ist ein richtig geiles Auto. Lieber Smart als Racer. Ja. Ist jemand hier schon mal ein Elektroauto gefahren? Ich bin Hybrid schon mal gefahren, aber noch kein reines Elektroauto. Mein bitterer Alter ist Corsa, Baujahr 2375 PS. Ja. Ist der... Ja, okay. Ja. Also dann bin ich vielleicht schon mal so ein... Also, ja, mir... Ja. Kann man so sagen, dass ich schon mal ein Elektroauto gefahren bin. Also das ist so ein Hybrid, der aber, wenn man den in der Stadt fährt, fährt der wohl quasi rein elektrisch. Muss ich meinen Kerl fragen. E-Golf und i3, beide schöne Autos, aber für einen Schalterfahrer echt gewöhnungsbedürftig und wie machst du den Unterhalt? So. Wollen wir mal gucken? Aber ich glaube, es dauert nicht mehr. So fahren. Okay. Ich habe nur mal kurz rüber geguckt. Mit abgeklappten Spiegel hat er locker 20 PS. Locker, Lukas. So, ich bin ja auf den Kuchen gespannt, ob das was wird. Aber eigentlich, es muss was werden. Ne? Es wird schon. Muss mal kurz, ich guck mal schon mal, wie viel Butter wir da noch brauchen. 150 Gramm Butter später. Und dann für die Glasur brauchen wir dann später noch 200 Gramm zarte Butterkuvertüre. Es geht, ich war auf 35%. Ist ja nicht so teuer. Afrikola, danke für dein Follow. Wird safe was. Mit Doppeländerer nochmal 50. Ich guck mal schon mal kurz nach der Kuvertüre. Da habe ich hier noch eine. Ich habe heute echt ein Hirn wie ein Sieb, ne? Aber was habe ich gesagt? 200 Gramm. Das sind keine 200 Gramm, ne? Zartbitter? Ja, selbstverständlich. Das ist ja eklig, wenn du da Vollmilch drauf machst. Das schmeckt nicht. Da musst du Zartbitter nehmen. Ich mag meinen Golf recht vollkommen aus. Ja, ich bin auch absolut. Wie gesagt, ich habe einen VW Polo, ist ein tolles Auto. Wie gesagt, es war mal schön, so ein Auto zu fahren und war auch, man hatte seinen Spaß. Aber ich brauche es auch nicht jetzt, vor allem im Alltag. Geiles Ding, sei dir gegönnt. Lukas, aber brauchst du nicht 1,2 Liter Motor? Der muss auf der Autobahn ziemlich böse Drehzahlen ausschalten. Danke, den habe ich aber auch auf, wenn du das doch willst. So, ich gucke nochmal. Hoffentlich habe ich jetzt nochmal irgendwo. Habe ich nochmal eine Kuvertüre? Ich habe Schokodrops. Im Notfall schmilzen wir die. Die sind zwar eigentlich viel zu schade und zu teuer dafür, aber. Ah, da liegt es noch was. Ja, ich sag's euch, da rollt man einmal auf und findet es. Ein Auto ist für mich eher ein Gebrauchsgegenstand. Ja, absolut. Ist der Motor geil, gibt ihm nur einen Hype. Das Beste ist, wie Leute gaffen, wenn du dich damit an die STVO hältst. Lach. Safe neidisch. Ach Quatsch.
Welches einigermaßen normale Auto dreht denn nur ein Keins, oder? Das wäre ein bisschen arg schlimm. Ich glaube, dann explodieren die meisten Autos. Mhm. Sein Witz, ja, ach was. Leider ist hier der Motor schon dreimal um die Ohren geflogen. Schon, ne? Würde ich auch so sehen. Ach, meine Nase juckt. Ich putze mir mal kurz die Nase. Was denkst du über Porsche? Ja, was soll ich denn da denken? Das sind ganz normale Leute und Menschen. Also, ich finde die Frage sehr seltsam. Ich werde auch öfter von der Polizei angehalten, weil ich angeblich auffällig fahre. Wenn ich dann sage, dass ich auf der TS arbeite, dann weiß ich irgendwie auch aussehen, verstehen die meisten. Oh, weiß ich sofort. Let's go. Erstmal Getriebespülung. Mein Motorrad dreht bis 20.000. Ja gut, Motorrad ist wahrscheinlich wieder ein bisschen was anderes, ne? Habe einen neuen Gamer-Laptop bekommen. Da habe ich gerade bei Insta ein Spiel, eine Fehlermeldung bekommen. Das ist natürlich schlecht. Ja. Der Jörg, hallo! Auffällig verhalten sich nämlich immer die, ich würde gar nicht hier beurteilen. Wir sind 9,5. Ich bin jetzt still, wir reden dann nachher drüber. Wie der Chat einfach anfängt, über Autos zu sprechen. Nö, ist doch völlig okay. Wir können doch über Autos reden, alles cool. Wir haben auch schon über Bärte geredet. Oder? Keine Ahnung. Alles cool. Alles cool. Wir müssen eh warten, bis bis alles abgekühlt ist. Also von dem her. Reden wir über Autos. Ja, natürlich. Bärte bei dir? Ja, wir haben uns schon über Bärte unterhalten. So sieht's aus. So. Ich muss mal kurz gucken. Wir nehmen jetzt dann die Schüssel. Später, also wir müssen ja die Kuvertüre, wir schmelzen die ja im Wasserbad. AFK sind die Leckerwellen schon fertig? Nee. Es kühlt gerade alles noch ab. Bei einem größten Teil männlichen Chat kann es schon mal passieren. Ja, eben. Hallo, wir können uns doch über Bärte unterhalten. Ich sehe da kein Problem. Genauso wie wir uns über Autos unterhalten können. Vielleicht kann ich ja nicht immer mitreden, aber ich gebe meinen Senf dazu ab. So, also, ich wiege jetzt nur schon mal kurz die 200 Gramm Kuvertüre ab. Wie gesagt, hier haben wir mal 150 schon mal. Alles klar, Rima, aber Züge ist doch zu. Ich möchte hier keine Welle machen, aber ich freue mich schon auf die Kuchen. Ich mich auch. Also wenn er auch noch gut wird, dann bin ich sehr begeistert davon. Ich habe nämlich schon ewig keine Donauwelle mehr gegessen. Deswegen wollte ich ja unbedingt mal eine machen. Ich habe mich mittlerweile, glaube ich, seit knapp 5 Wochen nicht mehr rasiert. Das nicht geht. Ja, ist doch okay. Muss ja nicht sein. Oh, ich krieg die Kuvertüre nicht gebrochen. Nee, ich bringe die nicht durch. Oh, mein Messer. B20 Regionalbahn. Kennst du dich wohl mit Zügen aus? Meine Haare am Kopf sind 14 Monate alt. Ich muss mal zu den nächsten Haargummis bestellen. Wenn ich anfange, über meinen Bart zu stolpern, rasiere ich den wieder. Doch, ist doch eine Idee. Mann, oh Mann, hab mir mal das Rezept angeschaut. Donauwellen sind ja mega lecker. Ja, du hattest du keine Donauwellen gekannt? Das ist voll der geile Kuchen. Es ist wirklich geil. Ja, pass auf die Hände auf. Ja, mache ich. Keine Sorge. Jo, Donauwellen waren fast immer. Was? Waren fast mal überfällig für den Stream. Ja, da hast du recht.
Da hast du recht. Deswegen machen wir jetzt eine, ne? Nur vom Namen. Da hast du was verpasst. Da hast du wirklich was verpasst. Das ist ein geiler Kuchen. Kann ich nur empfehlen. Wenn es dir mal irgendwo bei Bäcker gibt oder sowas, dann musst du dir mal ein Stückchen kaufen. Oder selber einen backen. Ich mache wieder eine schöne Sauerei hier, wie sich das gehört. Aber ich schneide die wenigstens so ein bisschen kleiner, dann schmilzt sie dann später besser. Wie aufwendig ist der Kuchen? Er ist eigentlich nicht sonderlich aufwendig. Man muss halt nur warten, bis er abgekühlt ist und so weiter. Less unpopular opinion, Igna ist die Bäcker. Beste Bäckerei, tatsächlich. Und wenn du das sagst, kann man sich ja einen kleinen bringen. Ja, ich mach auch, warte, ich zeig's mal ganz. Ich mach auch gerade eine kleinere Form. Warte, ich zeig's dir mal. Hier, ja, wir können die kleine Kamera auch mal auf. Also ich mach gerade auch so eine kleinere Form. 486 DX4, danke für den Follow. Also ich mach auch gerade kein großes Blech. Also ihr seht, das ist hier so eine kleine Form. Super. Also ich poste ja später auch dann das Rezept, das ich jetzt benutzt habe. Das ist tatsächlich auch genau auf diese Größe jetzt ausgelegt. Ja. Bin erst dann wieder raus, falls mit dem Kumpel eine Runde Auto. Okay, viel Spaß. Hallöchen, schön, dass du da bist, so nach dem Z. Was den Tipp, da kann ich nicht empfehlen. Ja gut, ich sag mal, es ist halt auch immer Geschmackssache. Ne? Die einen mögen vielleicht die Sachen von dem einen Bäcker, die anderen finden es nicht so gut. Immer eine Geschmackssache, Leute. Jetzt gucken wir mal, ob das hier, sind das hier 50 Gramm? Ja. Ja, finde ich auch. So. Was ist dein Lieblingsbäcker? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Lieblingsbäcker. Ich gehe dahin, der in der Nähe ist. Mal da, mal da. Also da bin ich leidenschaftslos. Richtig. Ja. Mhm. Ja. So. Also, das sind schon mal die 200 Gramm Kuvertüren. So viel später. Sie ist selber ihr Lieblingsbäcker. Ja, auf jeden Fall. Du sagst es mir gut. Hallo, endlich Wochenende. Ja, Bauer King. Finde ich auch. Bei Bäckern gibt es bei uns sehr große Unterschiede. Lieblingsbäcker McDonald's hat tolle Kuchen. Nein! Ja, ich sag mal, der eine Bäcker macht das besser, der andere Bäcker macht das besser, aber pff. Deswegen weiß ich nicht, hab ich keinen. Soll das McCafé-Zeug nicht recht gut sein? Ja, es kaufen ja auch sau viele Leute irgendwie die Apfeltaschen von McDonald's, ne? Ich glaube, ich habe aber bis jetzt tatsächlich erst einmal in meinem ganzen Leben einen Muffin bei McDonald's gegessen. Ich habe doch nie Kuchen dort gegessen. Und der Muffin war okay, aber oh. Kirschtaschen. Nee, Kirschtaschen musst du dir bei einem guten Bäcker holen. Ich liebe auch Kirschtaschen, aber Kirschtaschen müssen vom Bäcker sein. Wie geht's euch? Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, die Apfeltaschen sind geil. Ich bin Stammkunde, auch beim Schiffler. Und noch geiler, die panierten Schrimps mit Cocktailsoße. Was, sowas gibt's bei McDonald's? Panierte Shrimps mit Cocktailsoße? Ernsthaft? Habe ich noch nie gehört. Aber ich kenne mich auch nicht so aus. Ja, saisonell immer. Okay, krass. Ist bis jetzt komplett an mir vorbeigegangen. Auch gut, aber müde. Ja, du hast jetzt zum Glück Wochenende und du kannst bestimmt morgen ausschlafen. Nö. Eisaktion. Ja, ja, Aktion. Ah, okay. Krass. Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. So, muss leider wieder los. Ich wünsche gutes Gelingen. Bis demnächst. Dankeschön und dir noch einen schönen Freitag. Bis dann. Ja, das stimmt. Was mache ich denn hier? Das weiß ich nicht. Du kannst auch
immer schlafen geht. Ansonsten Pippa Burger, mein Grip, Double Fleisch, Bacon, ein Gedicht. Wenn ich schlafen kann, ja. Wünsche ich dir auch ein Dankeschön. So, langsam bin ich ein bisschen ungeduldig. Ich möchte weitermachen. Ich möchte weitermachen. Wir könnten ja mal... es ist noch leicht lauwarm. Ich mache immer ohne Gurken mit Bacon. Ja, ohne... Ich finde die Gurken von McDonald's auch eklig. Die mag ich auch nicht. Dann mach weiter. Auf was warten wir? Naja, wir warten drauf, dass alles abkühlt. Das ist das Problem. Wir müssen eigentlich warten, bis alles abgekühlt ist. Ja, und der Pudding ist halt auch noch, ich sag mal, lauwarm. Wir müssen noch... Vielleicht mal warten wir noch bis um halb und machen dann weiter. Oder wir gucken schon mal mit der Butter. Die Butter ist eigentlich weich, ne? Theoretisch. Theoretisch haben wir weiche Butter. Ich wiege die mal kurz, wie viel das ist. Wir brauchen nämlich eigentlich 125 Gramm. Ich finde die auch extrem furchtbar. Ja, wir verstehen uns. Wer hat GNTM geschaut? Wahrscheinlich niemand. Whopper bei Burger King, ungelogen, echt geil, ja? Okay, aber es sind doch nur ganz normale Essiggurken, die halt warm. Ja, aber das ist eklig. Ich mache ja auch keine Essiggurken auf meinem Burger. Das nächste Max, keine 10 Kilometer von mir weg. War aber nur einmal da, ich kann nämlich... Ja, wo ich ja ein großer Fan bin, sind tatsächlich von McDonald's wie heißen die? McFlurries? Also das Soft-Eis sozusagen. Und die Milchshakes, da bin ich ein großer Fan von. Sie haben auch gute Burger. So, also ich gehe nicht regelmäßig zu McDonald's. So ab und zu finde ich es ganz geil, wenn man es nicht übertreibt. Aber was ich wirklich sehr, sehr, sehr gern mag, ist im Sommer das Eis oder Milchshake. Ah, die mag ich gern. Bin mal weg, wünsche euch noch was. Dankeschön, wünsche ich dir auch. Wenn es stimmt, dass der McRib angeblich wegkommt, gibt es für McDonald's auch nicht mehr viel. Burger ging irgendwie schon besser. Findest du? Also weiß ich nicht, ich gehe tatsächlich öfter. Also wenn ich mal gehe, gehe ich eigentlich zu McDonald's, muss ich sagen. Aber was ich bei Burger King, glaube ich, gut, ich glaube, das ist bei Burger King, ich mag die Wraps total gern, aber der hat, glaube ich, McDonald's auch. Kennt ihr die Wraps mit so Chicken Nuggets? Die finde ich geil. Schmeckt frischer, finde ich. Der Burger King. Ja, beim Burger King gibt es einen Chicken Nugget Burger. Das weiß ich, weil ich den, wenn ich da bin, den sehr oft esse. Also ich bin eh mehr so dieser... Crispy Chicken Burger oder Chicken Nugget Burger oder irgendwas in die Richtung. Und der Witz ist ja, das letzte Jahr genau gegenüber Burger King auf. Achso, ja, okay. Ist so der Anfang Januar, wenn Max Milchshake trinkt. Ja, ist doch voll okay, kann ich nachvollziehen. McDonald's macht an sich wenig falsch, aber ist alles sehr unspektakulär, wie der soll wegkommen. Dann habe ich auch kaum noch einen Grund, dahin zu gehen. Dann hole ich mir künftig bei Subway diese Subs mit dem Pork. Ach, meine Nase juckt irgendwie, ich weiß nicht wieso. Bei Max gibt es auch Chicken Wraps. Ja, genau, also die mag ich ganz gern. Die habe ich tatsächlich auch schon, auch schon ein paar Mal gegessen. Die finde ich auch ganz gut. Aber ich glaube, die gibt es bei beiden, sowohl bei Burger King als auch bei McDonald's. Die finde ich nicht schlecht. Chicken Wraps von Maggie sind gut. Ja, finde ich auch. Mag ich. So, ich wiege jetzt nochmal 189. Wir brauchen 125. Gerücht hält sich hartnäckig, weil McDonald's auf Facebook so eine Umfrage gestartet hat, welche Burger weg kann. Da hat der McRib gewonnen. Oh Gott. So, also ich wiege jetzt erstmal noch kurz die Butter und schneide die entsprechend. Habe ich noch ein Messer, was ich eh schon eingebaut habe? Ja, da ist es. Da ist das Buttermesser. Dann machen wir es mal kurz so. Stelle da die Schüssel drauf. Ja, also die ist jetzt aber weich. Aber ich wette mit euch, dass sie sich auch wieder reinhängt. Ah. Ja. Ah, die kann man halt nicht mehr wirklich durchschneiden, weil die so weich ist. Ja. Das sind 120, das passt schon. Das passt schon. So, mein Grip, bessere. Big Rösti ist der beste Burger. Aber wenn man in den USA bei In-Out Burger war, der will nichts mehr von uns schmecken. Den McRib kann man auch essen, ohne sich total zu kleckert zu haben. Ja, gut, aber ich sag mal, das gehört doch irgendwie so ein bisschen zu Burger dazu, oder? Dass irgendwo was rausfällt oder man sich irgendwie voll kleckert. Ich weiß nicht.
geht schon immer sehr schnell bei Burgern, finde ich. So, wir packen mal kurz die Butter hier wieder ein bisschen ein. Und ich wasche mir die Hände. Ganz wichtig. Fox, wir machen mal die Mucke in die Idee leiser. So. Ich mach mal kurz hier noch ein bisschen heller. So, Wasser? Ja, okay, gut. Innenbar sind Wahnsinn, auch Check in the Box. Perfekt. Hallo, was geht ab? Hi, wir backen Kuchen. Hallo, Naku. So, also wir haben jetzt die Butter schon mal abgewogen, die wir dann gleich brauchen. Alles, was Füße hat, das stimmt. So, den Stuhl schieben wir mal kurz weg. Ich guck mal noch mal ins Rezept. Oh, ja, mach ich gleich. Ich muss noch mal kurz gucken. Oder cremig schlagen. Das könnten wir eigentlich schon mal machen, ne? Mein iPhone hat sich gerade schon aufgehängt. Ah, ich habe die ausgeschaltet. Die ist ausgegangen, warum auch immer. Ich hasse das manchmal, ne? Aber es hängt doch eigentlich an der... Ja, ist ausgegangen. Als ich in den USA war, habe ich einen großen Fast-Food-Test gemacht. Mit dort war für mich auf dem letzten Platz. Der Streamer hält sich hartnäckig das Gerücht, dass wir keine Füße hätten. Aber das ist schon anständig Butter im Spiel heute. Wenn das schmeckt, dann weiß ich auch nicht. Bei Nika nicht. Da hat sogar mal jemand geklippt, die Nika rein ist. Nika gehört. Ah, stimmt! Aber den Clip habe ich gelöscht. Ja, kein Platz für Fußfetischisten. Stimmt, das habe ich mal gemacht. Ja. Der Clip war. Nee, den habe ich direkt nach dem Stream gelöscht. Also nachdem ich gemerkt habe, dass da ein Clip entstanden ist, habe ich ihn gelöscht. Sagen wir es so. Echt, Nika, du bedienst so. Ja, klar, hallo? Sorry, das andere iPhone ist ausgegangen, jetzt geht es gerade wieder an. Dann habt ihr auch gleich wieder die kleine Kamera. Und könnt damit reingucken. Was soll ich machen? Voll Schokolade hinten dran geschmiert. Ich bin begeistert. Hat die sich jetzt gedreht? Oder? Ah, warte mal. Nee, warte mal. Ja, doch. Jetzt. Okay, aber jetzt ist es verkehrt. Jetzt ist es richtig, okay. Augen und Hände und Stimme, das finde ich mir hier auf Füße. Manche stehen drauf, was soll man sagen? Also hier, zeige ich euch das kurz. Es hat sich natürlich wieder auch ein bisschen reingehängt. Deswegen machen wir nochmal kurz auf und holen dann nochmal die Butter raus. Es ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, cremig. Cremig trifft es wohl ganz gut, bis auf das hier, was sich jetzt reingehängt hat. Aber es ist sehr weich, die Butter. Aber soll sie auch sein, ne? Soll sie auch sein. Jetzt kann keiner mehr sagen, dass die Butter nicht weich wäre.
automatisch immer weg, aber ich kann sie auch kurz da stehen lassen. Ne? So, wir gucken jetzt mal nach dem Pudding. Nach dem Pudding-Gemisch. Ja, ich würde sagen. Ja, ist kalt. Tommy, hallo, schön, dass du reinguckst. Wie geht's dir? So, also ich gucke vorher noch mal ins Rezept, bevor ich reingucke. Wie läuft die Produktion? Ja, es läuft eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Wir machen jetzt dann die Creme. Wir mussten jetzt ein bisschen warten, es musste alles abkühlen, aber wir machen jetzt dann die Creme und dann am Schluss noch... Ach so, ja, sorry, die Wasserflasche. Und am Schluss kommt dann noch die Glasur sozusagen oben drauf. Warte, ich zeig dir mal gleich mal den Boden. Ich finde, der Boden sieht schon gut aus. So, ich schau noch mal hier. Pudding unterschlagen. Ja gut, und am Schluss wird alles aufgestrichen. Warte, ich zeig dir den Boden. So, der Boden sieht so aus aktuell. Ich würde sagen, der sieht ganz gut aus. Genau, und jetzt versuchen wir die Creme hier zu machen. Weiß ich nicht. So. Packt das jetzt da alles schon mal rein. Und dann wird das Ganze miteinander verrührt. Nein. Ja. So, also verrührt mal alles. Jetzt haben wir ein bisschen so eine bröselige Konsistenz, ne? Ja, ich glaube, wir lassen mal kurz. Vielleicht müssen wir dann nochmal Vollgas. Nein, ich fand drauf wartet. Ja klar, hallo, ich muss ja gucken, ob das was wird. Ja, jetzt wird es, glaube ich. Ich muss da Gas geben. Feste Creme, aber das ist ja okay. Ich muss so gucken. Ja. Es ist noch. Ich weiß nicht. Die Form ist halt noch ein bisschen warm. Aber eigentlich ist es schon recht lauwarm. Nee, da kommt keine Sahne rein, das ist eine Buttercreme. Ja, ich glaube, ich. Ja. Ich glaube, ich warte noch mal ganz kurz. Also es ist schon, es ist noch minimal, aber ich will halt nicht, dass irgendwas dann zerrinnt oder sowas. Das wäre ärgerlich. Wir warten noch kurz, ich weiß nicht, 5 Minuten oder sowas. Was wir aber schon mal machen könnten, ist das Wasserbad sozusagen ansetzen. Ich brauche noch mal einen Topf dafür. Also hier, wir haben hier die Kuvertüre, da brauchen wir, glaube ich, ein bisschen Öl, kommt noch mit rein. Was, wieso nicht? Weil das eine Buttercreme ist, ohne Sahne.
MM für die Glasurkuvertüre und Ölschmelzen. Genau, also wir machen hier, ich glaube, 2 Esslöffel sind es. Ja, 2 Esslöffel Öl kommen noch zur Kuvertüre dazu. Zuschauer. Ja, bei mir werden 71 angezeigt, aber ja, es ist okay. Klar, der Papa wartet ja schon auf den Kuchen. Wie läuft es gerade? Oh Gott, Maywood fragt nicht. Nee, ist schon wieder. Aber ich müsste. Also, einmal. Und zweimal. Dachte ich mir. Dankeschön. Schön, dass du an mich glaubst hier. Okay, also. Ich packe jetzt, also wie gesagt, das sind jetzt 200 Gramm Zartbitterkuvertüre und 2 Esslöffel Sonnenblumenöl. Ja, Sonnenblumenöl. Und das kommt jetzt dann ins Wasserbad und schmilzt. Ich kenne mich da mit Leuten schon ein bisschen um das an. Ja, ich weiß, es ist echt, ich fange auch immer wieder an. Ne? Ich ziehe es halt immer nicht durch. Das ist halt tatsächlich immer so ein bisschen das Problem. Ja, ich weiß. So. Irgendwie ist gefühlt überall dreckig gerade. Die Küche schaut schon wieder so schlimm aus. Ja, okay, ich brauche nicht schimpfen, ich probiere das gar nicht. Aber die Lust, man kennt's. Ja, ich denke mir halt immer so, ich müsste wieder was machen, Und dann denke ich mir so, ich will nicht. Ja, das ist es sehr gut zusammengefasst. Ja, so ist das. Ja, wir warten jetzt die 2 Minuten auf jeden Fall noch. Zeig mal das andere daneben. Was denn? Was genau möchtest du sehen? Ist das fair? Dann immer so, heute nicht mehr, aber morgen. Ja, ist halt echt so. Der Kuchen oder was er war damit ich. Was? Warte. Den Teig! Der sieht so aus. Da ist unten der helle Boden, oben der Schokoboden und die Kirschen sind drin. Und da schmieren wir jetzt dann die Creme drauf. Und oben drauf kommt dann die Schokolade. Und dann muss es kalt werden. Und dann später in ein paar Stunden wird es angeschnitten. Also den können wir tatsächlich nicht zusammen probieren. Aber ich würde dann auch, also wenn das, das sieht mir zu lecker aus. Ich werde dann wahrscheinlich auch bei meinem Papa einfach noch ein Bild machen. Mal gucken, wird dann wahrscheinlich nicht das schönste Bild, aber... und dann weiß ich nicht, ob ich das heute noch poste oder dann vielleicht morgen, aber es kommt auf jeden Fall ein Bild. Ja klar, ich mache ja immer Fotos. Ich mache immer Fotos vom Essen. Also was ich hier halt gekocht oder gebacken habe. Jetzt wäre der Teigschaber nochmal gut.
wird Sonntag gestreamt? Ja. Venturas Welt, danke für dein Follow. Wir machen am Sonntag machen wir Lachs. So, wartet mal. Ich mach mal kurz. So, kurz abklopfen. Lachs. Ja. So. Ich mach's jetzt einfach, oder? Ich hau jetzt die Creme. Ah! Jetzt hängt's an meiner Hand. Ich mach jetzt die Creme einfach drauf. Es ist eigentlich jetzt mittlerweile schon recht gut ausgekühlt. Ich denke, das passt. Okay. Vielleicht sollte ich es mit einem Löffel rausholen. Das geht, glaube ich, einfacher. Wartet mal. Oh, Lachs. Bei mir landet Lachs nur in Sushi. Morgen 18 Uhr, ja. Stimmt, morgen machen wir auch. Morgen machen wir Quiz. Um 18 Uhr. Ein Quizabend. Spontan. Quiz, genau. So. Oh, voll leise. Für ein Quiz. Wir machen ein, ich sag mal, bekannte Leute-Quiz. Also ich zeige Bilder von bekannten Leuten und dann könnt ihr raten, wer das ist. Ja, aber ich weiß nicht, auch Promi-Quiz, das ist so, ja, es ist aber halt so eine Mischung aus allen möglichen. Aber ja, man kann auch Promi-Quiz sagen. Lady Gaga, genau. So. Muss mal kurz. Ist halt echt trotzdem nicht viel Creme, ne? Das ist schon. Mein Gut ist auch eine kleine Form. Ah, jetzt habe ich den halt schon überall rundherum dreckig gemacht. Das war jetzt auch dumm von mir. Nee, glaube ich nicht. Ich muss den aber nochmal sauber machen. So, wartet mal kurz. Ich mache den nochmal kurz sauber. Da muss ich mal früher einkaufen gehen oder heute noch. Wieso ist das sonst deine Einkaufszeit? Samstag 18 Uhr. So, warte, ich mach den nochmal schnell sauber. Ihr seht ja gar nicht, ihr seht ja gar nicht richtig. Ne? Sagt doch was, dass ihr es nicht gescheit seht. So. Sind halt auch immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, gerade bei mir, ich weiß, ich habe da so ein Talent für, dass es halt nie so 100% gleichmäßig ist. Bei mir ist meistens in der Mitte ein bisschen zu viel und in den Ecken sackt es dann so ein bisschen ab. Ja. Eigentlich nicht gut. Eigentlich sollte man ja immer sehr, sehr, sehr gleichmäßig machen. Ich glaube, ich arbeite da immer ein bisschen zu ungenau.
muss ich mir früh. Ah, nee, Samstag 19 Uhr. Lässt sich immer noch wesentlich besser verstreichen als der Ei. Das stimmt. Da kann man in Ruhe einkaufen. Ja, das mag wohl stimmen. Das mag stimmen. Und ich glaube, es ist eh. Entweder man geht relativ früh oder halt relativ spät einkaufen. Das sind einfach die entspanntesten Einkaufszeiten. Ein Follower von Der Devil. Dankeschön. So, jetzt haben wir zumindest schon mal überall etwas. Das ist schon mal etwas. Aha. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir das noch einigermaßen gleichmäßig hinbekommen. Hier ist gerade so ein bisschen, es schimmert so ein bisschen durch. Das ist halt auch immer einfacher, wenn man ein bisschen, sag ich mal, zu viel Creme hat. Dann geht es immer ein bisschen schöner, wie wenn man zu wenig hat. Aber so ist jetzt, glaube ich, relativ gut. Ist auch eigentlich ganz gleichmäßig. Mehr oder weniger. So ist okay, denke ich. Ach komm, die Antikörte war doch super. Die war auch gut, aber das war halt mit der Spiegel hat halt überhaupt nicht hingehauen. Die hast du damals noch gut gerettet, das Bild dazu kam damals. Ja, das stimmt, das war. Die habe ich zu Weihnachten, also einen Tag vor Weihnachten gebacken. Die habe ich damals auch mitgenommen. Zur Family tatsächlich. Das war der Weihnachtskuchen sozusagen. Dann fehlt jetzt am Schluss tatsächlich nur noch die Kuvertüre. Ich guck mal kurz, ob die jetzt schon komplett geschmolzen ist. Ich glaube, nee, noch nicht. Noch nicht. Aber kein Stress, sie ist dabei. Nur mal kurz drüber. Passt. Sieht schon ganz gut aus, braucht aber noch ein bisschen. Was ich ja immer cool finde. Das kommt, ja, ich weiß nicht, das ist halt immer schwierig. So manchmal hat man ja auch so die Wellen in der Schokolade noch drin, ne? Das machen ja, ich glaube, das macht man mit einer Gabel. Das könnten wir versuchen, aber das ist halt immer so, entweder sieht die richtig cool aus oder sieht richtig scheiße aus. So, da gibt es irgendwie kein Zwischendrin. Was für 60 geteilt? Schreiben wir mal 2 durch 2? 2 von 2? Was ist es denn? Ich muss hier gucken, nicht dass man, wenn mein Wasserbad zu krass anfängt zu kochen, dann schwappt mir das. Ja, die Schüssel wackelt gerade ganz schön. Meine Mutter macht die Schokolade bei einem Donut immer in so einer Klecksstruktur. Wie kann ich mir das vorstellen? Maybe. Also kleckst die tatsächlich nur so die Schokolade drauf, aber nee, ist trotzdem komplett bedeckt, oder? Also ich kenne es halt entweder einfach komplett, dass es halt komplett glatt gestrichen ist. Oder, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man quasi die Schokolade draufstreicht und dann mit der Gabel so durchgeht und dann so Wellen sozusagen formt. Und durch die Zacken sozusagen habt ihr dann halt so Wellen nebeneinander, was halt richtig, richtig cool ausschauen kann. Aber wenn man es halt verkackt, dann sieht es halt nicht so gut aus. Aber wir könnten es probieren. Aber ich weiß, ich glaube, dafür müsste die dann auch schon wieder ein bisschen abgekühlt sein. Die darf nicht komplett flüssig sein. Schwierig zu erklären. Und so Streifen, so wie russische Zuckerkuchen. Gehen wir alle auf den Discord-Server. Wieso, was ist denn da? So, ich muss trotzdem, ja nochmal runterdrehen. Ja, ich habe doch zwei Klümpchen habe ich noch drin, das ist noch nicht komplett. Nee, generell. Okay. So, kurz dauert's und dann kommt die Schokolade drüber. Ja, aber es war trotzdem ganz gut, dass wir ein bisschen früher angefangen haben. Sonst wäre es, glaube ich, zum Schluss hin alles ein bisschen hektisch geworden. Das haben wir genau richtig gemacht. Das ist halt, also wie gesagt, das ist jetzt kein mega aufwendiger Kuchen. Es dauert halt einfach dadurch, dass man abkühlen lassen muss, das Schmelzen, blablablub, es dauert einfach ein bisschen. Ja, es ist zeitaufwendig, ja genau. Also ich würde nicht sagen, dass er
an sich aufwendig ist, vom Backen her oder sowas. Es ist einfach, es braucht Zeit. Achso, das sind, glaube ich, zu viel Großbuchstaben, sowas wird. Oder? Ja, sag ich doch. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Nein, habe ich nicht gesagt. Schreien. Meine Ohren? Was mit deinen Ohren? Was denn? Ach so. Okay. Ich habe zu kleine Ohren, sagen alle. Ich höre schlecht. Ich höre schlecht, nur das, was ich will. Ja, ach was. Ja. Nein. Es meckert an meinen Ecken rum. Unglaublich. Ja, ja. Schmeckt auf jeden Fall recht gut. Ich habe gerade so, da war so am Rand so ein bisschen Teig sozusagen. Den habe ich mir geklaut. Und mit so minimal Creme. Schmeckt. Ich glaube, das hat gut schmeckt. Ich will mal Mühe geben, damit der Mod glücklich ist. Ja, ja. Schokolade. Die kommt dann gleich noch. Die kommt gleich noch, die Schokolade. Ja, ich packe den dann auch auf den Balkon, weil das geht, ist, glaube ich, tatsächlich aktuell noch am kühlsten. Ist wahrscheinlich auch, ja, ist kühler als der Kühlschrank. Und dann kann die da noch ein bisschen stehen. Ich guck noch mal zur Schokolade. Ist jetzt alles geschmolzen. Der Löffel ist heiß geworden. Ja, ich glaube, es ist komplett geschmolzen. Dann drehen wir hier mal zurück. Muss ich aber kurz, ich weiß nicht, ob wir vielleicht kurz warten sollten, weil die ist jetzt natürlich sehr, sehr heiß. Proxen soll erstmal Brot backen. Danke, Lukas! Für die Glasur, Kuvertüre und Öl schmelzen und darauf verteilen, gut, da steht nichts von nochmal warten und abkühlen lassen. Ich nehme mal kurz einen Untersetzer. So, dann können wir die Schüssel hier hinstellen. So seht ihr ganz gut, ne? Wir warten auf Brotbilder. Sieht aber immer so hässlich kantig mit Loch unten, wo der Rührhaken rausfällt, aus. Wo haben ich meine Handschuhe? Ah, da liegen sie. Direkt vor der Nase. Da holt sich auch vollautomatisch die Zutaten beim Aldi, ja genau. So. Hier ist die Schokolade. Eigentlich könnten wir die direkt drüber kippen, ne? Ich weiß ja nicht, das ist halt jetzt noch sehr, sehr, sehr heiß. Vielleicht warten wir noch kurz ein, zwei Minuten. Das bringt halt auch nicht so viel. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass, wenn es zu heiß ist, dass irgendwas... Ah. Aber wir dürfen auch nicht zu lange warten. Sonst kühlt die kühlt ja auch immer recht schnell ab. Ich würde sagen, wir warten trotzdem mal kurz. Wir warten kurz ein paar Minuten. Hier, ich stelle irgendwie immer die Wasserflasche voll ins Bild. Es tut mir leid. Brot muss rund sein, eine Kruste haben, die richtig auf Platz ist. Muss knusprig draußen sein, innen warm und Mehl überall haben. Ach, träum. Ich kaufe das Brot einfach vom Brotbackautomat mit dem Aldi und fertig. Da kann ich dann gerne auch ein Bild von ins Discord stellen. Vielleicht macht meine Mutter aber auch eine Gitterstruktur und Klecks dabei nur extrem. Oh, warum gucke ich zwei Streams auf einmal? Das weiß ich auch nicht hier. Geht er überhaupt nicht? Nein, Quatsch. Jetzt habe ich selber mir. Jetzt habe ich mir selber ein Ohrwurm gemacht. Das hat da jetzt gerade gedingselt, war es die Flasche? Um mich rum explodiert alles. Rox
einfach so eine geile ist. Du drückst auf diesen gelben Knopf und das Brot ist sofort fertig und auch warm. Echt cool, wie die das machen. Ja, war die Flasche okay. Was ich tatsächlich sehr, sehr gut finde, sind die Brezen aus dem Aldi-Backautomaten. Die finde ich echt nicht schlecht. Haben sie nicht. Die haben Hagelsalz drauf. Nee, ich kenne das immer nur mit Hagelsalz. Also bei den Aldi-Backautomaten haben die bei uns immer... Lidl hat doch keine Backautomaten. Die haben immer diese... Haben die immer die Backautomaten? Nee, bei mir nicht. Halt, die haben diese, wo sie es halt reinlegen. Aber das ist bei mir kein Backautomat. Backautomaten, das kenne ich nicht. Was? Doch, ich schon. Finde ich auch ganz praktisch manchmal. Also, ja, warum nicht? So für ein schnelles Essen, dann kauft man sich irgendwie einen Obersten oder Frischkäse oder irgend sowas und dann zwei Brezen und dann hat er auch gegessen. Aldi hat bei uns auch so Automaten, wo man nur... Ja, genau, genau, die kenne ich auch. Aber Roxen hat gerade gemeint, dass er beim Lidl, dass die auch gibt. Und ich so, nee, also beim Lidl gibt es bei mir jetzt keine Automaten. Also die haben zwar auch so Backware, aber die kommt bei uns nicht aus dem Automaten. Aber das kann natürlich total regionsabhängig sein, ja. Aber wie gesagt, also die Sachen aus dem Aldi-Backautomaten finde ich nicht schlecht. Also gerade die Brezen finde ich sehr lecker. Oder auch Semmeln. Das Brot ist okay. Aber, ja. So, sollen wir drüber hauen? Was meint ihr? Nika, wenn ich wieder 20k Kanalpunkte habe, wünsche ich mir selbstgemachte Weißwürste mit selbstgemachten. Ja, das kannst du sowas von knicken. Selbstgemachtes Weißwurstbrett, selbst in Darm abgefüllt, gedreht, gekrückt. Ja, Longbrei, auch selber in Lauge. Nimmst die Challenge an? Nö, mach ich nicht. Das wären 20.000 rausgeschmissene Kanalpunkte. Bei Lidl muss man manchmal froh sein, wenn man überhaupt noch was bekommt. Hm. Gibt's hier aber so auch nicht. Echt jetzt? Gut, haha. Nee, das mache ich nicht. Aber ich bin ehrlich. So, jetzt kannst du entscheiden, ob du die 20.000 Kanalpunkte rausschmeißen möchtest oder nicht. Ja, ich würde sagen, wir hauen das jetzt drauf, Leute. So, also. Seht ihr alle? Wir kippen das jetzt einfach drüber. Und ich bin total schlecht vorbereitet. Fuck it! Wo ist mein Ding? Da, scheiße. Selbstgemachte Laugenbrezen wären doch easy für dich. Weiß ich nicht, habe ich tatsächlich. Ich habe noch keine Laugenbrezen selber gemacht, muss ich dir sagen. Ich bin ein großer Fan von Backautomaten und von Bäckern und von TK, die man aufbackt. Die sind auch immer sehr lecker, muss ich sagen. Weil die sind halt wirklich dann so direkt aus dem Ofen. Also die mag ich tatsächlich sehr gern, wenn man die selber einfach zu Hause aufbackt. So, wir gucken mal kurz. Ich glaube, ich nehme aber gleich den Pinsel. Damit geht es wahrscheinlich schöner. Das war jetzt gerade schlechte Arbeitsvorbereitung, Leute. Ganz, ganz schlechte Arbeitsvorbereitung. Ja, so. Ja. Mm. Au. Voll den Schokofinger gerade. Mm. Kein Problem. So, wir verteilen jetzt. Den habe ich zu Weihnachten von meiner Mutter bekommen. Ja. Den habe ich auch. Ja, ich habe hier High-End-Pinsel, Leute. Okay, das ist gefährlich, das darf nicht passieren. Ah, das ist immer kacke, wenn Creme hinkommt, weil dann sieht man das. Gott. Ich gebe mir Mühe. Ich gucke gleich wieder in den Chat, Leute. Ich muss mich hier kurz um meine Schokoglas kümmern.
Na, hier ist auch noch ein bisschen was. Muss ich schön machen. Nein! Ich will da kein Loch haben. Gucke gleich wieder in den Chat, Leute. Ich sehe nur aus dem Augenwinkel, dass er sich bewegt. Na, ist jetzt nicht so schön. Also nicht zumachen. Achso, ja, das geht schon. Darf man es mit der Zunge hin? Nee, oh Mist, da muss ich noch üben. Ich kann das irgendwie sau cool. Oh Gott, was macht ihr mit eurem Zungen? Will ich das wissen? Ich habe eine Idee, drin mal eine kleine Küchenkamera, dann sieht es professioneller aus. Ne, wieso? Das ist doch genau so, seht ihr es, wie ich es auch sehe. Ist eigentlich genau richtig so. Das sieht echt lecker aus, backe ich mal nach. Das freut mich, das ist auch sehr, sehr lieb von dir, dankeschön. Ich glaube, wir probieren das nicht mit den Wellen, weil ich glaube, das verkacke ich nur. Aber so ist er im Prinzip noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, der muss halt jetzt auskühlen. Und dann hat man am Schluss so eine richtig knackige Schokoschicht noch oben drauf. Die ist wichtig, die muss so richtig knacken. Und dann eben die Buttercreme, Butter-Vanille-Pudding-Pulvercreme. Und dann die Kirschen dazwischen und dann hat man die zwei unterschiedlichen Böden. Nee, ihr seht das nicht falsch rum. Ihr seht das richtig rum. Ich backe nur meine Bratkartoffeln. Was für Backen. So, ich muss mir kurz... Hier, ich habe hier voll Schokolade kleben. Ich muss kurz meine Hände waschen. So. Genau. Ich will das jetzt sofort. Ja, das ist tatsächlich das Doofe. Jetzt muss man warten. Also, den muss man halt jetzt echt abkühlen. Wie gesagt, die Schokolade ist ja gerade noch... Ja... Flüssig, mehr oder weniger. Die muss jetzt komplett abkühlen. Das ist so eine richtig knackige. Das muss knacken, wenn ihr da mit der Gabel reingeht. Richtig, richtig geil. Genau, aber wir sind fertig für heute. Also ich glaube, es war echt gut, dass wir hier die halbe Stunde früh angefangen haben. Sonst wäre es sehr, sehr knapp alles geworden. So haben wir es gut geschafft. Ja, war ein sehr schöner und auch sehr lustiger Stream. Genau, ich würde raiden. Wie gesagt, also morgen machen wir um 18 Uhr einen außerplanmäßigen Stream. Wir machen ein Quiz, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Wenn ihr da Bock und Zeit drauf habt, würde ich mich freuen, wenn ich euch sehe. Und dann Sonntag halt wieder ganz normal um 11 Uhr, da gibt's Lachs. Genau. Perfektes Timing. Nicht gehen, hier bleiben. Ja doch, ich muss. Also wieder jeder hier. Genau so. war nice heute, bis morgen bin ich wieder hyped auf ein Quiz. Ich freue mich auch. So, ich guck mal ganz kurz, ob wir ein Ziel zum Raiden haben. Ja, die ganz Großen rentiert sich halt immer nicht zu raiden, ne? Das ist immer so ein bisschen... Wir könnten... Trimax, ja genau. Nee, also es ist halt so, ich habe halt auch einige, die, keine Ahnung, immer ein paar tausend Zuschauer haben. Aber es rentiert sich halt, finde ich, nicht, die zu raiden. Es ist irgendwie schöner, immer so ein bisschen kleinere Leute zu raiden. Wir könnten... Ich bin mir gerade ein bisschen unschlüssig, muss ich sagen. Ich würde auch schon mal tschüss. Wäre cool, wenn ihr noch kurz wartet und mit raidet und Hallo sagt. Ich muss kurz gucken, sorry. Nein, wir raiden nicht Culinary Greetings. Was haltet ihr von Simbalb? Der kocht auch. Der macht bestimmt wieder irgendwas Gutes. Hier, der kocht immer sehr professionell, der Gute. Genau. Wir raiden Simbalb, Leute. Den kennen bestimmt mittlerweile auch schon ganz, ganz, ganz viele. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mit raidet. Lasst ein Hallo da, ein bisschen Liebe im Chat.
Genau. Und wir sehen uns, wenn ihr Zeit habt, wie gesagt, am Samstag ab 18 Uhr oder sonst Sonntag um 11. Simon geht immer, finde ich auch. Genau, dann wünsche ich euch bis dahin schon mal ein schönes Wochenende, schönen Abend heute noch und wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss!